Ja, herzlich willkommen. Der Titel dieser Veranstaltung macht es mehr als offensichtlich. Auch wir sprechen auf der Zukunftswoche über die Zukunft. Es gibt aber auch den Hinweis im Titel, dass über Zukunft nicht gesprochen werden kann, wenn eine radikale ökosozialistische Perspektive fehlt. Es geht darum, auf Perspektiven von gesellschaftlicher Transformation hinzuweisen, in denen nicht vereinfachte Utopien entwickelt werden, die an eine technisch-bürokratische Gestaltung von Gesellschaft erinnern. Vielmehr soll für diese sozial-ökologische Perspektive an Praktiken des Widerstands angeknüpft werden, soziale Bewegungen, Arbeitskollektive und andere. Radikale Demokratie kann nur funktionieren, wenn sozial-ökologische Fragen berücksichtigt werden. Und umgekehrt kann die Lösung der sozial-ökologischen Krise nicht autoritär bewältigt werden. Wie kann also eine Gesellschaft aussehen, die diese Fragen ernst nimmt? An welche sozialen Kämpfe in der Gegenwart sollten wir anknüpfen? Ich freue mich, dass ich für eine Diskussion über diese Fragen Elmar Altvater und Raul Selig begrüßen darf. Elmar Altvater war Professor für internationale politische Ökonomie an der Freien Universität in Berlin. Seine zahlreichen Bücher sind Bestseller geworden und werden weltweit gelesen. Elmar Altvater beschreibt Phänomene wie Globalisierung, die Finanzmarktkrise und Naturzerstörung aus seiner fundierten kapitalismuskritischen Perspektive. Er macht darauf aufmerksam, dass grundlegende Naturprozesse irreversibel sind und diese berücksichtigt werden müssen, wenn wir Zukünfte denken, in denen anders produziert und gelebt werden soll. Kann es eine solare Gesellschaft geben? Raul Selig arbeitet im Grenzbereich von Literatur, Sozialwissenschaften und Aktivismus. Er ist Autor zahlreicher Romane. Jüngst ist Der Eindringling im Surkamp Verlag erschienen. Gleichzeitig war er Professor für Politik an der Nationaluniversität Kolumbiens. Und er ist aktiv in sozialen Bewegungen und ist ebenso wie Elmar Altvater Mitglied der Partei Die Linke. Beide ergänzen sich für dieses Gespräch, wie ich finde, auf eine sehr produktive Art und Weise. Elmar Altvater hat einen stärker systemischen Blick, nach welchen Mechanismen funktioniert Ökonomie und Politik, welche neuen gesellschaftlichen Formen müssen wir schaffen, die nicht länger die Springquellen allen Reichtums untergraben, die Erde und den Arbeiter. Zitat von Marx. Auch Raul Selig analysiert die Krisen des Neoliberalismus, wendet seinen Blick dabei mehr auf die Akteure gesellschaftlicher Veränderung. Wie werden Subjekte im Neoliberalismus deformiert? Wo finden kollektive Versuche statt, aus den Zumutungen der Gegenwart auszubrechen? Es geht sofort los mit dem Gespräch über die Zukunft. Es steht, wie habe ich es aufgeschrieben? Sehr kurz nur noch eine Notwendigkeit der Gegenwart, nämlich Werbung. Raul und Elmar haben die Utopie schon 2008 vermissen und ihre Unterhaltung in einem Buch verschriftlicht. Und das ist gerade neu erschienen, und zwar beim Verlag Bertz und Fischer. Und genau, das ist ein Verlag, der noch hoch hinaus will und auch sicher kommen wird. Und ich möchte gerne da auf den aufmerksam machen. Gut, und jetzt geht's live weiter mit dem schon begonnenen Gespräch. Soweit ich weiß, hat zum nächsten Statement und ein paar Fragen und genau, frag dann. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz, danke. Erstmal vielen Dank, dass wir hier mit euch diskutieren können. Die Vorstellung ist so ein bisschen, dass wir den Gesprächscharakter des Buches sozusagen verlängern und so ein bisschen uns zentrale Ideen nochmal gegenseitig hier mitteilen. Und dann so nach 40 Minuten das dann so öffnen, dass ihr und sie auch die Möglichkeit habt, in den Dialog einzusteigen. Ja, zu dem Buch vielleicht noch ganz kurz. Wir haben also diese, das ist eine Neuauflage, ist aber auch eine erweiterte Neuauflage. Und wir haben da ein Abschlusskapitel zugeschrieben, das sich sozusagen aus der Jetzt-Perspektive mit der Krise und der Frage nach den Utopien beschäftigt. Und da möchte ich gleich anknüpfen, denn das ist eigentlich die große Frage, finde ich, die sich jetzt auch nochmal stellt. Der erste Teil des Buches ist ja jetzt 5 Jahre alt. Als wir damals uns hingesetzt haben, 2009 war das, da war die Krise so gerade ausgebrochen. Und ja, ich habe es in dem Buch schon gesagt oder geschrieben. Ich hatte damals eigentlich die Ahnung oder die Hoffnung, nee, eigentlich erstmal eine Ahnung, dass der Neoliberalismus in der damaligen Form kollabieren würde. Also man hat ja die Krise der Finanzmärkte war ja ganz manifest.
Und mir schien es ziemlich klar, dass man dieses Modell nicht verlängern kann. Und jetzt ist aber sehr bemerkenswert, dass 5 Jahre später eigentlich, was Regulation von Finanzmärkten angeht und auch über diese ganze Laissez-faire-Doktrin des Neoliberalismus, dass sich das eigentlich noch weiter verschärft hat, dass sich das nur verlagert. Es wird gerade die nächste Blase aufgepumpt. Man merkt ja, wie das in die Immobilienmärkte reingeht und in die Aktienmärkte. Da wird also Geld reingepusht, nur damit das nicht so zu spüren ist, die eigentlich nach wie vor latente Krise. Und ich finde es erstmal fand das sehr bemerkenswert. Und das war eigentlich dann auch der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, beziehungsweise war auch der Ausgangspunkt, den vom Verlag Berz Fischer an uns so als Frage gestellt haben. Warum ist eigentlich dieses Modell trotz so einer tiefen Krise immer noch so intakt? Und wir haben ja damals gesagt, okay, wir müssen eigentlich in der Krise anfangen, wirklich viel konkreter über Gegenentwürfe zu sprechen. Es fehlt an sozialistischen, oder man kann es meinetwegen auch anders nennen, an radikalen gesellschaftlichen Gegenentwürfen. Und jetzt, 5 Jahre später, würde ich eigentlich die Frage stellen, sind wir damals von einem falschen Punkt ausgegangen? Ist es tatsächlich das Problem gewesen, dass es zu wenig Gegenentwürfe gibt, dass es zu wenig sozialistische, grüne, rote Utopie gibt? Oder ist das Problem nicht eher, dass es keine politischen, kollektiven Akteure oder wenige schwache politische Akteure gibt? Und das ist natürlich auch ein Ausdruck des Neoliberalismus, ne? Der Neoliberalismus ist ja sozusagen auch schon ein utopisches Projekt. Der Liberalismus in seiner Geschichte ist auch schon ein utopisches Projekt gewesen. Ein Freund von mir aus Spanien hat gesagt, das ist eigentlich eine Utopie der Gesellschaftsphobie, ja? Der versucht, alle sozialen Bindungen zu reduzieren und sie in einem abstrakten Mechanismus zu übertragen, nämlich den Markt. Und damit zerlegt er natürlich alle handelnden kollektiven Akteure. Und insofern die Frage an uns und an dich jetzt, Elmar, aber auch an uns und an uns alle, hätten wir nicht eigentlich viel stärker darüber reden müssen, wie entstehen kollektive Akteure und wie entsteht politisches, gesellschaftliches Handeln? Das ist natürlich eine der ganz entscheidenden Fragen überhaupt. Denn ohne zu handeln wird man diese Gesellschaft nicht ändern können. Durch Bücher schreiben oder Gespräche und nette Kongresse wird man das nicht schaffen. Also müssen wir in diese Handlungsoption uns vertiefen und herausfinden, wie man am besten den Hebel ansetzt, um die Welt aus den Angeln zu heben. Denn inzwischen geht es in globalisierter Welt eben um diese ganze Welt. Und wenn wir noch weiterhin berücksichtigen, was wir ja auch diskutiert haben in diesem kleinen Büchlein, dass wir nicht nur das Gesellschaftssystem globalisiert haben, nicht nur die Wirtschaft globalisiert haben, sondern inzwischen haben wir die Erdsysteme so grundlegend verändert, dass wir davon sprechen müssen, dass nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Gesellschaft, nicht nur die Politik globalisiert sind, sondern dass wir die Erde uns untertan gemacht haben, aber in einer Art und Weise, wie es die Bibel mit Sicherheit nicht gutheißen würde. Also diese Dimension müssen wir in Rechnung stellen, wenn wir jetzt über Handlungsperspektiven reden. Erstens ist das natürlich etwas Positives, denn das bedeutet, dass alle Menschen eigentlich aufgefordert sind, jetzt etwas zu ändern. Aber die Menschen oder die Menschheit oder die Vielheit, die Multitud der Menschen, die ist nicht in der Lage zu handeln. Sondern es passiert natürlich immer nur im lokalen, im regionalen Bereich. Und da passiert ja auch unendlich viel. Wenn man allein betrachtet, da kann man ja von halten, was man will, wenn man allein so Zahlen der UNO mal in Rechnung stellt, dass also 800 Millionen Menschen in Genossenschaften weltweit organisiert sind, mindestens. Ob das nun alles produktiv und sozialistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist immerhin ein Versuch, aus dem Trott des kapitalistischen Alltags in seiner neoliberalen Ausformung doch herauszufinden. Da findet also was statt. Das erinnert auch an Analysen, die wir aus der Geschichte, auch der Sozialwissenschaften kennen, wirtschaftshistorischen Analysen, die da zum Ergebnis kommen, dass es im Kapitalismus seit den 400 Jahren oder sagen wir seit der industriellen Revolution, 250 Jahre ungefähr, immer auch so eine zweiseitige Geschichte gegeben hat. Einmal die offizielle, die formelle, die kapitalistische Hauptlinie,
mit Profiterzielung, Akkumulation, mit all den Krisen und so weiter und so weiter. Und dann noch eine Nebenlinie, die nie verloren gegangen ist, die genossenschaftliche, die Nachbarschaftshilfe, die Versuche, die Gemeingüter zu erhalten, zu nutzen, zu pflegen. Also etwas anders Gesellschaftliches zu machen, als es durch den Kapitalismus bedingt ist. Und das hat es immer gegeben und das ist auch nie verschwunden und wird auch nicht verschwinden. Und es ist stark, wie gesagt, 800 Millionen Menschen weltweit in Genossenschaften. Das ist immerhin etwas. Und das ist sozusagen der Stoff, oder das ist die Lage oder die Situation, in der Linke operieren und an denen sie unbedingt anknüpfen müssen. Das heißt, wir fangen niemals bei Null an, sondern wir sind selbst in einer bestimmten Tradition der Dissidenz und gegenüber dem, was so die Hauptlinie ist. Es gibt die Merkel-Linie und es gibt die Raoul-Sedig-Linie, um es mal auf den Punkt zu bringen. Nicht? Und andere kann man dann auch benennen. Du bist nicht allein, du brauchst dich nicht einsam fühlen. Und das ist, glaube ich, das, wo man also unbedingt anknüpfen muss. Und dann noch etwas anderes. Der Neoliberalismus ist ein System, das in sich also sehr autoritär ist, fast schon totalitär, kann man sagen, weil es niemanden herauslässt aus seinen berühmten und immer wieder erwähnten Sachzwängen, gegenüber denen es, das hat Margaret Thatcher gesagt und das hat Angela Merkel mehrfach wiederholt, gegenüber denen es keine Alternative geht. Das, was wir zu tun haben, ist alternativlos. Und das sagt sie nicht nur nach innen, das sagt sie auch nach außen. Das sagt sie auch Syriza und das sagt sie auch allen anderen Bewegungen, die den Versuch machen, irgendwelche Alternativen zu realisieren gegenüber dem in Europa herrschenden neoliberalen Mainstream. Das ist also der Versuch, jetzt innerhalb dieser Gegensätzlichkeit von neoliberal-kapitalistischer Hauptlinie eben eine Politik zu machen, die diese unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Möglichkeit, eben Alternativen nicht nur zu denken, sondern auch zu praktizieren und diese weiterzuentwickeln. Das ist die politische Aufgabe, vor der wir stehen. Aber die muss nicht erfunden werden in unseren Köpfen. Da sind es eben ganz viele Experimente, über die wir ja auch gesprochen haben, die auch dann in dem Buch über die Utopien auch wieder erwähnt werden. Nicht die Bewegungen in den südeuropäischen Ländern, von Syriza angefangen über Podemos bis hin zu Blockupy und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Beispiele. Man kann das auch in anderen Kontinenten dieser Welt finden. Und man findet auch sehr negative Beispiele dieses Ausbrechens, nicht? Also was ist aus dem arabischen Frühling geworden? Nicht? Das gehört auch zu dieser Geschichte, die wir sehr gründlich bedenken müssen und auch daraus lernen müssen, wo also Weichen sind, die eventuell auch ins Abseits führen, wenn man ihnen folgt, wenn man das nicht korrigiert. Das sind also die Punkte, um die es dann dabei geht, wenn es um die Subjekte geht. Und wenn man über die Subjekte redet, muss man auch über die Vorstellungen dieser Subjekte reden. Diese Vorstellungen von den Subjekten über Alternativen, das ist das, was eben sie antreibt, was sie verändern wollen gegenüber dem, was sich sozusagen, wenn der Mainstream sich weiter fortsetzen würde, also nicht eine Alternative darstellen müsste, weil wir eine Zukunft wollen, die eben ganz bestimmte Werte auch realisieren kann. Werte wie ökologische Nachhaltigkeit, sozialer Ausgleich, Gerechtigkeit oder auch erneuerbare Energien gegenüber den fossilen Energieträgern. Und gestattet mir mit einer etwas polemischen Bemerkung zu enden. Wir diskutieren ja noch weiter, aber jetzt danach höre ich erstmal auf, dann können andere reden. Nicht diese polemische Bemerkung, die hat damit zu tun, dass ich heute mit der S-Bahn hierher gefahren bin und kam ich natürlich am Kanzleramt vorbei, am Hauptbahnhof und sah die große Demonstration vom S-Bahnzug aus, wo eben für die Kohle demonstriert wurde. Es waren nicht wenig Menschen, ich habe nicht zählen können, wie viele es waren, aber es waren nicht wenig Menschen. Auch das ist eine Utopie. Wenn diese Bergleute
jetzt für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gehen und für den Erhalt der Pütz, der Braunkohletagebaus in der Lausitz oder in Garzweiler im Rheinländischen demonstrieren. Das sind Utopisten, aber Utopisten von einer schwarzen Utopie, von einer pechschwarzen Utopie sogar, die keinerlei Zukunft verspricht, sondern den Versuch macht, das, was vergangen ist und auch vergangen sein sollte, einfach noch in die Zukunft zu verlängern. Und gegenüber dieser Art von Utopie müssen wir eben auch alternative, andere Utopien aufbauen. Die müssen wir uns aber auch erdenken, die müssen wir erfinden. Da können wir an vielen Erfahrungen, an vielen Bildern anknüpfen, aus vielen Weltregionen, nicht nur aus Deutschland, aber auch aus Deutschland. Und die müssen wir ausbauen, um dann zu sehen, wie wir also diese Zukunft aus der Gegenwart konkret erbauen. Wir brauchen also das, was Ernst Bloch als konkrete Utopie bezeichnet hatte, gegenüber solchen schwarzen Utopien, die in der Verteidigung dessen bestehen, das nicht mehr zu verteidigen ist, und gegenüber falschen Utopien, die auch aus der Linken zum Teil erdacht werden und die nicht zu einem guten Ende führen könnten, wenn man sie denn realisieren will. Ja, das Stichwort mit der konkreten Utopie ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist auch ein zentraler Aspekt in dem Buch. Einige kennen es wahrscheinlich schon in der alten Ausgabe, aber vielleicht sollte man das nochmal erwähnen, worum es bei dem Gedanken bei Bloch geht. Also ich glaube, das, was ist, woran die Linke heute unbedingt anknüpfen muss, ist eben diese Erkenntnis, dass es, die Marx als Kritik an den Frühsozialisten ja schon formuliert hat, dass es nicht darum geht, Gegenentwürfe sich auszudenken, die in der Gesellschaft übergestülpt oder aufgeherrscht werden. Ne? So, und bei Marx gibt es dann diesen bekannten oder berühmten Satz, dass Kommunismus die wirkliche Bewegung ist, die aus den bestehenden Voraussetzungen hervorgeht, die also sozusagen anknüpft an den politischen Widerstandspraktiken oder auch vielleicht schon schöpferischen Praktiken, die über das Bestehende hinausgehen. Und dass eine Gesellschaft auch konstant eigentlich die Möglichkeiten ihrer Überwindung hervorbringt. Ich denke, das ist ein zentraler Gedanke dabei. Und die konkrete Utopie, so wie das Bloch da verhandelt, ist dann eben die Überlegung, wie können wir eigentlich den Utopiebegriff mit einem materialistischen, marxistischen Anspruch wieder besetzen. Ja? Und deswegen eben nicht einfach Utopie als das Träumen über andere Verhältnisse, sondern eine konkrete Utopie, die eben konkrete, über den Jetztzustand hinausweisende Praxen benennt. Ja? Da sind sie sowieso. Vielleicht geht es also in der politischen Struktur, Strategie darum, solche Praktiken zu benennen, sichtbar zu machen und in ein strategisches Verhältnis zu setzen. Das wäre, glaube ich, die These, die wir gemeinsam teilen. Jetzt aber die Frage, die wir auch im Vorfeld gestellt haben für die Konferenz hier, und auch natürlich auch in uns stellen, wir sind Mitglieder einer Partei, die institutionell ganz stark eingebunden ist, so stark eingebunden ist, dass sie oft gar nichts anderes mehr erkennt, außer ihre Alltagspraxis. Und das hat natürlich wenig zu tun oder oft gar nichts zu tun mit Sozialismus, ja, und oft nicht mal besonders viel mit Demokratie. Wir alle wissen ja, dass das Repräsentationssystem oft auch ein Hindernis ist für die Ausübung echter demokratischer Verhältnisse. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern, in welchem Verhältnis steht das dann? Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen hinausweisen über bestehende Verhältnisse, wir müssen aber auch gleichzeitig anknüpfen an dem, was da ist. Wir müssen auch sehen, okay, Parteien, Gewerkschaften, Bewegungen sind Organisationen, die erstmal auch der Resonanzraum dafür sind, dass sich überhaupt andere Hegemonien, andere Vorstellungen der Welt herausbilden. Sind sie deswegen auch notwendigerweise für uns auch ein Bezugsrahmen und notwendigerweise auch ein Raum, in dem wir dabei sein müssen, würde ich sagen, in dem wir aktiv sein müssen, in dem wir uns einbringen müssen. Aber ist natürlich auch gleichzeitig permanent auch die Gefahr, dass man in diesen Organisationen oder in diesen Eigengesetzlichkeiten, zum Beispiel einer parlamentarischen Partei, dann auch gefangen bleibt. Ne? Und insofern stellt sich dann auch nochmal die Frage, inwiefern, welche Bedeutung hat Utopie in so einer Partei konkret wie der Linken? Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man sagt, die SPD
hat, glaube ich, 100 Jahre lang gar nicht so schlechtes Partei- oder gar nicht so schlechte Parteiprogramme gehabt, aber es hat einfach für ihre Praxis spätestens ab 1910 keine große Rolle mehr gespielt, was sie für ein Programm hat, weil sie eigentlich immer auf der Seite der Herrschenden marschiert ist. Das war ja sozusagen auch ihr Alleinstellungsmerkmal, dass sie sozusagen das gemacht hat, was opportun war. Daher auch das Wort des Opportunismus, der, glaube ich, in dem historischen Kontext ganz berechtigt dann vielleicht auch war. Und das ist ja die Frage, die Gefahr, die auch immer wieder droht. Also, dass man in bestimmten Situationen nicht mehr das macht, was richtig ist und was auch vernünftig ist, sondern das macht, was kurzfristig opportun erscheint. Zum Beispiel das Verhalten der Gewerkschaften. Verdi ist ja jetzt gerade ein super Beispiel. Die organisieren zwar gar nicht die Kohlearbeit, aber sie denken, sie könnten da vielleicht welche organisieren. Es erscheint ihnen opportun, da aufzuspringen, und sie machen was grundsätzlich falsch ist, nämlich sie entwerfen nicht einen gesellschaftlichen Gegenentwurf, der über das Bestehende hinausweist, oder, ja, sondern sie setzen sich auf diese Logik drauf, da sind Leute am Demonstrieren für ihre Arbeitsplätze, was natürlich auch sehr berechtigt ist, dass jemand für sein Einkommen demonstriert, und geben aber dafür Dinge preis, die vielleicht viel vernünftiger und richtiger wären. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir an einem Sozialisten, du hast ja mitgeschrieben, glaube ich, am Erfurter Programm der Linken, ne, am Parteiprogramm der Linken, du hast da, glaube ich, sehr wichtige Elemente reingebracht, die auch ganz klar hinausweisen übers Bestehen, und insofern könnte man sagen, das sind auch also konkret utopische Vorschläge drin, Ansatzpunkte für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft, aber die Frage ist natürlich, sind wir da nicht nur die Pausenkasper derjenigen, die in den Parlamenten auch in eine Institutionenkarriere machen wollen, und ist das nicht vielleicht auch völlig belanglos, was wir sagen, weil es eigentlich dazu dient, nur um das so ein Projekt charmant und interessant zu machen, so wie es ja bei SPD war. Die wurden ja auch gewählt, weil man Hoffnung hat, es wird mit denen dann vielleicht wirklich irgendwann mal anders. Und aber dass das dann letztlich sehr schnell preisgegeben wird, weil es eben eigentlich keine echte Relevanz hat. Naja, ein Parteiprogramm ist nur so viel wert, wie die Parteimitglieder in der Lage und bereit sind, dieses auch umzusetzen oder sich daran zu beteiligen, dass es realisiert wird. Und daran gemessen ist das Erfurter Programm vielleicht nicht das allergrößte und das allerbeste und das allerschönste, aber es ist eine Orientierungslinie, an der man sich weiter entlang hangeln kann und in der Praxis, die dabei zu anzuwenden ist, eben dann auch etwas verändern kann. Dass eine Partei oder eine Organisation ganz generell muss nicht immer wieder alles neu selbst machen. Diesen Anspruch sollte man erst gar nicht haben. Denn auch eine große Organisation ist angesichts dessen, was in der Welt an Bewegungen existiert und was auch an großen Aufgaben vor uns steht, immer viel zu wenig. Sondern was also eine Organisation entwickeln muss, ist ein Rahmen, der also offen ist für die Sammlung, für die Koordinierung, für die Konzentrierung von Kräften, um etwas zu verändern, worüber man sich einigen muss und worüber man sich verständigen muss. Und dieser Verständigungsprozess erfolgt natürlich im Rahmen einer Programmarbeit, wie im Rahmen des Erfurter Programms beispielsweise, aber nicht nur, sondern erfolgt auch außerhalb der Programmparteitage durch die theoretische Arbeit, durch die wissenschaftliche Arbeit, durch die konzeptionelle Arbeit, durch die politisch-analytische Arbeit im Rahmen der Partei, von der Parteispitze bis hin zu den unteren Einheiten einer solchen Partei. Und daran müssen wir arbeiten, wenn wir jetzt also sozusagen die Zukunft erfinden wollen. Nicht, wenn wir eine Zukunft erfinden wollen, muss diese also nicht nur glaubhaft sein, sie muss auch einsichtig sein und sie muss auch attraktiv sein. Sie muss glaubhaft sein, das liegt, das ist nur möglich, wenn eine Partei, eine Organisation auch nicht jetzt die großen Muskeln spielen lässt, die sie vielleicht gar nicht hat, aber immerhin doch deutlich machen kann, wir sind bereit und in der Lage, mit den Kräften, die wir aufbringen können, dann auch unseren Beitrag zu leisten. Und das machen wir ehrlich und das machen wir also mit euch gemeinsam. Und es muss gleichzeitig auch konzeptionell integer sein. Und das geschieht natürlich nur dann, wenn man sich über die Ziele und über die
unterschiedlichen Vorstellungen einigen kann. Wie sieht das aus? Wenn wir also jetzt zum Beispiel die ökologische Frage innerhalb der Partei diskutieren, dann können wir sicherlich sagen, das und das wollen wir, da steht im Parteiprogramm auch einiges drin und aus der Partei selbst sind da sehr, sehr viele analytische Beiträge gekommen, bis hin zu dem Plan B und so, der hier ja auch ausliegt und in jeder sich also zu Hause oder auch sonst wie zu Gemüte führen kann. Wie ist die Methodik einer solchen Arbeit? Man kann also erstens sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht das Business as usual, wie das so immer heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir irgendwo in der Katastrophe. Wenn wir weiterhin so viel CO2 produzieren und in die Atmosphäre entlassen, dort ablagern, dann ist mit ziemlicher Sicherheit klar, am Ende des Jahrhunderts, 2100, haben wir eine Erdmitteltemperaturerhöhung von 5 Grad oder vielleicht sogar noch mehr. Und das ist eine Katastrophe. Für Milliarden Menschen schlicht und ergreifend eine Katastrophe. Auch für uns eine Katastrophe hierzulande. Also müssen wir versuchen, dagegen etwas zu tun. Aber da müssen wir sagen, wie weit kann denn die Erdmitteltemperatur überhaupt steigen? Vielleicht plus minus null, gar nicht. Vielleicht sagen wir, wie der Internationale Klimarat sagt, 2 Grad darf die Erdmitteltemperatur bis zum Jahr 2100 noch steigen, gemessen an dem vorindustriellen Niveau. 2 Grad Steigerung, das ist so die absolute Grenze. Und dann müssen wir von daher, und das habe ich jetzt von einem Neoliberalen, manchmal sind die ja auch ganz clever, einem Ex-Neoliberalen, der ist heute gar keiner mehr, von dem Jeffrey Sachs und seiner Truppe, der sagt, dann machen wir doch mal Folgendes, machen wir nicht einen Forecast, also so eine Wettervoraussicht, wie sind die Wetteraussichten, was wird in der Zukunft sein, sondern machen wir einen Backcast. Gucken wir mal zurück. Es gibt für diesen Backcast kein deutsches Wort. Ich habe geguckt, ob es so etwas gibt, nichts gefunden. Das könnte man übersetzen, als wir gucken von vorne zurück. Wir sagen, 2 Grad darf die Erdmitteltemperatur steigen und dann rechnen wir zurück, was müssen wir heute tun, damit dieses Ziel eingehalten werden kann. Und dann kommen wir zum Ergebnis beispielsweise, dass also der Ausstoß von CO2 pro Nase um so und so viele Tonnen gesenkt werden muss, weltweit. Und dann kann man das noch differenzieren und so weiter. Das heißt, wir müssen rückrechnen. Und wenn wir sagen, wenn wir das reduzieren wollen, weniger CO2 ausstoßen, was heißt das dann für das Transportsystem? Wie muss der Transport organisiert werden? Können wir dann noch so viel Auto fahren oder müssen wir nicht mehr den öffentlichen Nahverkehr ausbauen? Dann fragen wir weiter, was heißt das fürs Wohnen? Brauchen wir große Wohnungen oder müssen wir nicht mehr kleinere Wohnungen bauen? Wie müssen wir die Häuser isolieren und so weiter? 1000 technische Fragen, die dann zu beantworten sind. Aber das sind nicht nur technische Fragen, sondern das sind Fragen des Lebenszuschnitts. Wie wollen wir denn als gemeinsame Menschheit dann in Zukunft leben? Das kann man jetzt weiter rechnen. Wie ist das mit der Industrie, mit den Produkten? Was können wir gebrauchen, was können wir nicht gebrauchen? Also dieses Backcasting ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir über Utopien reden. Und wenn wir erst recht über Vermessung der Utopien reden, dann brauchen wir so etwas wie eine Operationalisierung von Zielsetzen. Und das würde auf diese Weise ja dann auch geleistet. Das wäre ein Ansatz, über den man sich dann verständigen kann. Und ein Ansatz, der dann eben auch, wenn er glaubwürdig von einer Organisation auch vertreten wird, die sagt, wir bringen uns da ein mit allen unseren uns zur Verfügung stehenden politischen Mitteln, der Überzeugung, der Arbeit in den entsprechenden Gremien, in den Parlamenten und so weiter, dann ist das auch glaubwürdig. Dann würde das auch einer Partei oder Organisation, gleich welcher Art, also auch sicherlich zuträglich sein. Und es würde etwas zur Erreichung dieses Ziels durch Backcasting also auch beitragen. So könnte ich mir vorstellen, müsste man vielleicht versuchen vorzugehen, um dann diese Problematik in den Griff zu kriegen, von so theoretischen Bestimmungen, von Zielsetzungen oder von Elends- oder Katastrophenszenarien auch ein bisschen wegzukommen hin zu Handlungsalternativen, die aber auch nicht eine Überforderung darstellen dürfen. Denn vieles kann man so auch als Partei nicht machen,
auf nationalstaatlicher Ebene. Aber man kann auf jeden Fall den Rahmen klarstellen, indem man selber in der Lage und bereit ist, etwas zu tun und wo auch andere die Möglichkeit und die Chance, vielleicht auch die Notwendigkeit haben, sich da einzubringen. Dadurch entsteht kollektives Handeln in einer Gesellschaft und das brauchen wir, um eben diese Zielsetzung, die wir sinnvoll erachten, zu erreichen. Genau, der Raum ist sehr voll und es gibt natürlich gleich Raum für Diskussionen. Ich wollte es schon mal ankündigen, vielleicht noch ein Statement von dir, noch eins von einer, genau, und ja, dann könnt ihr euch mit eure Fragen schon mal vorbereiten. Ja, genau. Ich wollte auch, denke auch, dass das Letzte ist, was ich noch sagen wollte, aber also ihr merkt schon, unser Buch und auch unser Gespräch ist nicht so ein klassisches Streitgespräch. Das wurde uns auch ein bisschen vorgeworfen, aber ist ja auch schön, wenn man mal übereinstimmen kann. Ich glaube, was auch noch ein Gedanke ist, den wir, behaupte ich jetzt mal, so teilen, der in dem Buch irgendwie einen großen Raum einnimmt, ist das, dass eigentlich das Utopische, der radikale Gegenentwurf, eigentlich was sehr Bescheidenes ist. Von Bert Brecht gibt es ja diesen wunderbaren Satz, der Kommunismus ist das Mittlere. Das Einfache, das schwer zu machen. Schwer zu machen ist das, genau. Also das ist nämlich in Anbetracht das Mittlere in der Hinsicht, dass es eben gar nicht darum geht, die großartig anderen Menschen zu haben, sondern die strukturellen Bedingungen so zu organisieren, dass menschliches Leben viel vernünftiger geregelt wird. Und vernünftiger in der Hinsicht, dass es eben das, was wir sowieso schon die ganze Zeit haben, nämlich Kooperation im Arbeitsprozess. Arbeitsteilige Gesellschaften sind notwendigerweise kooperativ. Es ist eigentlich total absurd, dass diese Kooperation dann auf dem Markt in Konkurrenz umgewandelt wird. Der Gedanke des Kommunismus war immer, dann lasst uns doch diese Kooperation zu Ende führen und dann tatsächlich eben auch die ganze Struktur, die politische Grundstruktur so kooperativ regeln, dass eben nicht der Wettbewerb und der Kampf des einen gegen den anderen das zum Strukturmotiv der Gesellschaft werden. Oder das Naturverhältnis, das ist natürlich ein anderes Beispiel dafür, dass es wirklich nur um bloße Vernunft geht, die Lebensbedingungen auf dem Planeten nicht zu vernichten, sodass auch in zukünftigen Generationen hier noch Leute leben können und viele andere Beispiele mehr. Also es geht im Grunde genommen gar nicht so sehr um die totale Veränderung von uns als Menschen oder ein Modell aufzupropfen, was wenig mit unseren menschlichen Bedürfnissen und Grundlagen zu tun hat, mit unseren Fähigkeiten, sondern eher Strukturbedingungen zu schaffen, wo diese Bedürfnisse erfüllt werden und wo wir uns auch als Menschen entfalten können. Das ist eigentlich eine sehr bescheidene Idee und es ist ein bisschen absurd, dass wir uns so sehr in die Rolle der Utopisten haben drängen lassen als Linke. Da möchte ich nochmal darauf verweisen, ich habe dieses auf dem Buch, das ich gerade übersetzt habe, aus dem Spanischen, ich habe vorhin schon mal das Buch erwähnt, aber nicht den Autoren, also César Rendueles heißt er, der hat eben gesagt, also das Buch heißt Soziophobie, Gesellschaftsphobie, und er entwickelt darin eigentlich die These, dass der Liberalismus eigentlich die utopische Theorie war, die versucht hat, dem gesellschaftlichen Dasein, das ja immer eingebunden war, auch in Naturbedingungen und versucht, dass in Gesellschaften oder in Gemeinschaften auch immer äußere Grenzen gesetzt waren, also dass man verpflichtet war gegenüber den anderen, dass man Sorge tragen musste für sich und die Umwelt, dass der Liberalismus all das eigentlich freigesetzt hat. Ne? Von Polanyi gibt es diesen berühmten Satz, dass das alles entbettet worden ist. Die Märkte werden so entbettet, dass sie so als Strukturweise sich über alles hinwegsetzen, über die Gesellschaft und die Natur und damit auch das auch zerstören. Und das ist eigentlich ein zutiefst irrationales Prinzip, an das wir uns seit 300 Jahren gewöhnt haben und das wir auch immer stärker verinnerlichen und weswegen jetzt auch in letzter Zeit so Pop-Theoretiker auch immer wieder diesen Begriff, wir sind die Untoten, wir sind die Zombies, verwenden. Also Mark Fisher zum Beispiel, interessanter britischer Pop-Theoretiker, der da viel drüber nachgedacht hat, über wir eigentlich als Untote des Kapitals. Ich finde, da steckt eine Menge Richtiges hinter, ja, dass also eigentlich diese Durchsetzung des Markt- und Konkurrenzsystems eigentlich das Unvernünftige ist. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch nicht mehr abweichen können, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch wirklich wieder deutlich sichtbarer wird.
Es gibt innerhalb des existierenden Systems keine Lösung. Ja? Deswegen kann es auch keine linke Politik innerhalb dieses Systems, also natürlich zwangsläufig gibt es Notwendigkeiten, zu agieren heute unter heute bestehenden Voraussetzungen. Natürlich ist auch gut, dass Dinge aufs richtige Gleis gesetzt werden. Ganz kleines Beispiel, ich weiß, die Energiewende, kann man viel daran kritisieren, aber immerhin hat es in Deutschland eine gewisse Energiewende gegeben. Das ist positiv und insofern gibt es natürlich Dinge, die man auch heute schon tun kann. Aber ich glaube, man muss ganz stark immer wieder darauf insistieren, es gibt innerhalb der heute existierenden das Weltsystem Kapitalismus eigentlich keine Lösung der strukturellen Probleme der Menschheit. Und deswegen sind wir gezwungen, darüber hinauszudenken. Und deswegen sind wir eigentlich auch die einzigen Realpolitiker. Das ist das Absurde. Ja? Also es ist vernünftig zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir müssen es prinzipiell anders denken. Und wir müssen dafür, du hast es ja schon ins Gespräch gebracht, Übergang denken. Und vielleicht magst du da noch ein Abschlussstatement zu sagen, was dieser Transformismus sein müsste. Revolutionär, reformistisch. Wie muss er aussehen? Also Transformismus ist etwas, um das man ja überhaupt nicht herumkommt. Wenn wir handeln, dann handeln wir hier und heute in einem ganz spezifischen gesellschaftlichen Kontext, obendrein nicht nur ein nationaler, urbaner, regionaler, sondern ein globaler Kontext ist, ein erdsystemischer Kontext ist, der uns also ganz harte Zwänge inzwischen auferlegt, zum Teil selbstproduzierte Zwänge. Selbst produziert einfach dadurch, dass wir die Natur verändert haben in einer Art und Weise, die uns jetzt so langsam die Natur und Teile von ihr jedenfalls um die Ohren fliegen lässt. Man kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, wenn die Kipppunkte erreicht sind, die Kipppunkte des Klimasystems, die Kipppunkte des Stickstoffzyklus, die Kipppunkte der Artenvielfalt, nicht, das ist alles bereits erreicht. Und gerade vor wenigen Tagen bekam ich durch so einen Verteiler, wo ich mit drin bin, eine E-Mail, nicht vom Ecological Footprint Network, wo drin und Earth Day Network, wo dann eben gesagt wurde, ja vielleicht haben wir das Jahr 2015, also unser Jahr, in dem wir gegenwärtig leben, als das Jahr des Kipppunkts in die Weltgeschichte ein. Das heißt, wir haben die Natur so verändert, bestimmte Natursysteme, dass die unwiderruflich geschädigt sind. Und was das dann für die menschliche Entwicklung bedeutet, kann keiner richtig prognostizieren. Da können wir nur utopisch dagegenhalten und sagen, wir müssen nämlich von diesem 2-Grad-Ziel beispielsweise runtergerechnet eben etwas machen, was also verhindert, dass der CO2-Anstieg in der Atmosphäre zunimmt, dass die Artenvielfalt noch mehr vermindert wird, damit wir vielleicht doch nicht diese Kipppunkte erreichen. Das ist also Realpolitik. Realpolitik mit utopischem Inhalt, weil gegenüber den Sachzwängen, unter denen natürlich auch diejenigen, die davon immer reden, selber auch stehen, weil das gegenüber diesen Sachzwängen etwas sehr Utopisches ist. Aber wo kommen diese Sachzwänge eigentlich her? Und da sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt für eine Linke. Wir haben auf der einen Seite eine Entwicklungstendenz, ich habe das so ein bisschen so auf die Natur, die Ökologie bezogen, die also einer ganz bestimmten Rationalität auch gehorcht. Man könnte diese Rationalität als Gesamtzusammenhang bezeichnen, als holistisch. Nicht alle hängt mit allem zusammen. Man kann sehr schwer das eine von dem anderen trennen. Das ist eine Rationalität, die so in der Natur eigentlich existiert. Die aber nicht unsere Rationalität sind, wenn wir in der Wirtschaft arbeiten, wenn wir in der Politik handeln, wenn wir in der Gesellschaft mit anderen zusammen sind, da haben wir immer eine partielle Rationalität. Wir schließen immer vieles, vieles anderes aus. Das ist das, was die Ökonomen Externalisierung nennen oder das, was die Psychologen Verdrängung nennen. Oder was die Soziologen dann Marginalisierung nennen. Wir sind permanent dabei, zu exkludieren, zu marginalisieren, zu externalisieren, zu verdrängen. Und damit leisten wir uns natürlich überhaupt keinen guten Gefallen, sondern verdrängen das und externalisieren das, was dann unweigerlich irgendwann zurückkehrt.
auf einem begrenzten Erdball, von dem schon Immanuel Kant gesprochen hat, kann man nicht endlos verdrängen. Dieser Erdball ist nun einmal begrenzt. Und dem muss man dann auch irgendwie Rechnung tragen. Man muss das, was verdrängt wird, dann wieder internalisieren. Man muss das also mit berücksichtigen, wenn wir also Politik machen. Und das ist die große Kunst der Politik, dies zu tun und gleichzeitig die Leute mitzunehmen, die vordergründig davon profitieren, dass wir externalisieren. Wir externalisieren die Kosten des Braunkohlenbergbaus und die Kumpels sind froh darüber, dass wir das tun, weil dann ihre Arbeitsplätze nämlich gesichert sind. Denken sie jedenfalls. Aber wir externalisieren etwas, was dann irgendwann zu uns zurückkehrt. Und wir müssen einen hohen Preis dafür bezahlen. Das heißt, Politik muss eben in verschiedenen Fristen wirksam werden, muss auch regional im Raum unterschiedlich Konsequenzen integrieren und daraus ein gemeinschaftliches, sozusagen holistisches politisches Konzept oder Projekt, besser gesagt, entwerfen, an dem wir uns alle dann auch orientieren können und das wir dann auch für andere attraktiv gestalten können. Das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen und gleichzeitig auch die einzige Chance, die wir letztendlich haben, die wir ergreifen müssen. Und was den Kommunismus anbelangt, so hat Bertolt Brecht gesagt, er ist das Einfache. Nicht? Das Einfache, weil es wirklich eine einfache Idee ist. Wir leben nun mal gemeinschaftlich zusammen als Menschen auf einem begrenzten Raum, in einer kurzen Zeitspanne des menschlichen Lebens. Nicht? Und wir müssen sehen, dass wir uns da vernünftig gesellen. Nicht? Also Regeln finden, wie wir friedlich und freundlich und fröhlich und gut zusammenleben. Das, dieses gute Leben, das ist im Prinzip das, was Kommunismus ist, im brechtschen Sinne. Und dieses gute Leben, das ist also ein Konzept, das in Lateinamerika ja eine ganz große Rolle spielt. Nicht? In den andinen Gesellschaften hat es seine indigenen Wurzeln, hat aber seinen Gang in die ecuadorianische Verfassung beispielsweise gefunden, sodass man sagen könnte, Ecuador ist in diesem Sinne kommunistisch. In diesem Sinne kommunistisch, nicht in dem traditionellen Sinne kommunistisch. Und was man dann hinzufügen muss, Brecht sagte, ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Und das sieht man in Ecuador und in den anderen lateinamerikanischen Ländern auch. Wie schwer es ist, dieses gute Leben, oder nennen wir es ruhig einmal Kommunismus, wirklich herzustellen, dies zum Konzept zu machen, dies also auch attraktiv zu gestalten und dann auch umzusetzen in der tagtäglichen Praxis. Bisher hat man da kaum gute Beispiele, die man jetzt hier fröhlich präsentieren könnte, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um diese Transformation, von der du gesprochen hast, dann eben leisten zu können, die dann natürlich dann auch in eine Veränderung der Gesellschaft, die man vielleicht sogar als Revolution bezeichnen könnte, übergeht. Aber man muss dabei, wenn ich das nur sagen darf, um ein Missverständnis zu vermeiden, aber Revolution heißt wirklich eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Und ich würde sagen, unter diesem Aspekt betrachtet war weder die französische Revolution, noch die russische Revolution, noch die chinesische Revolution eine Revolution. Die haben die Gesellschaft überhaupt nicht verändert. Die haben nicht das Energiesystem verändert, die haben nicht die Lebensweise verändert. Sie haben letztlich doch nur waren bestrebt, um das, was der Kapitalismus vorexerziert hatte, dann eben noch schneller, noch besser zu machen, dabei zu überholen, nicht nur einzuholen, wie das in der DDR geheißen hatte und so weiter. Eine gesellschaftliche Veränderung bedeutet viel mehr, ist viel radikaler und dauert daher auch viel längere Zeit. Das ist kein einzelner Akt, der in einem oder in zwei oder auch in fünf Jahren zu machen ist. Das ist nicht nur eine Generation, das sind viele Generationen, die daran arbeiten. So wie während der neolithischen Revolution, als die sesshafte Landwirtschaft erfunden wird, das hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren gedauert. Das ist Revolution, nicht das, was uns in Frankreich oder in Russland als Revolution erzählt wird. Ja, vielen Dank für das harmonische, aber doch eindringliche Gespräch. Wir haben einiges über die Widersprüche von Politik in und außerhalb von Institutionen gehört. Die Frage, wer macht hier eigentlich Realpolitik?
Wir haben darüber gesprochen, oder die beiden, welchen Sachzwängen wir Glauben schenken wollen, den ökonomischen oder doch den ökologischen. Und eben die Frage nach den echten Übergängen, die auf eine andere Produktions- und Lebensweise hinweisen und sich tatsächlich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Genau, und wir führen das Gespräch jetzt mit euch fort. Und deswegen bitte ich um Meldung, wer gerne Fragen an die beiden richten möchte. Das ist, glaube ich, organisiert. Genau. Gibt es Wortmeldungen? Fragen? Ja, gut. Transformismus bedeutet. Bitte? Ein bisschen näher, okay. Ja, Transformismus oder Transformation im Sinne von Gramsci bedeutet auch passive Revolution, also Verstaatlichung des Überganges. Allerdings. Wie man aus der Analyse entnehmen kann und so, mit diesem Übergang haben wir offensichtlich nicht so bruchlos zu tun. Die Frage ist, dass an sich die Kritik ist auch ziemlich alt und so, das kann man schon bei Adorno lesen, dass man aus einer verdinglichten Gesellschaft überhaupt gar keine, sage ich mal, dann radikale Alternative entwickeln kann. Ich bin allerdings jetzt nicht gegen konkrete Utopie, ich vertrete das allerdings, aber in Praxis und so erlebe ich schon zum Beispiel was anderes. Genossenschaften, was Elmar völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, ich bin seit 2,5 Jahren Mitglied der Genossenschaft, Wohnungsgenossenschaft. Der einzige Unterschied, was ich sehe, ich habe 2500 Euro Beitragseinzahlung gehabt, ohne Zinsen, aber groß und ganzen und so sehe ich überhaupt gar keine Unterschiede. Das heißt, diese Institutionen, das heißt dann Genossenschaften, dazu gehört auch die linke Parteien, sie sind auch in einen gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet. Und das ist wirklich sehr fragwürdig, ob man das überhaupt dann mit passiver Revolution oder Transformismus weiterkommt. Ja, den Einwand finde ich ganz berechtigt. Also wenn hier noch jemand anders was sagen will, aber ich warte gerade niemand. Ne? Also den Einwand finde ich sehr berechtigt, aber ich würde trotzdem dran festhalten. Also ich würde, auch anders als Elmar, da habe ich dann vielleicht doch einen Widerspruch, ich würde schon sagen, natürlich war die, meiner Ansicht nach war die französische Revolution oder die russische Revolution, waren schon Revolutionen, aber es waren eben Revolutionen, die weitgehend aufs Politische beschränkt waren. Oder in denen, natürlich gab es auch in der russischen Revolution dann auch einen Übergang zu anderen Eigentumsformen, aber zum Beispiel die Arbeitsprozesse und das Naturverhältnis blieben ja eigentlich sehr ähnlich bis dahin, dass so der Fordismus und die tayloristische Arbeitsorganisation kopiert wurden. Also insofern würde ich zustimmen, dass Revolutionäre die Gesellschaft nicht in so einer Breite erfasst hat und dass da eben hinter der politischen Revolution keine Strategie für eine grundlegendere Transformation war. Also der Witz ist ja, was man eigentlich auch ganz gut beobachten kann, heute wieder in Lateinamerika, selbst wenn du in der Regierung bist, stellen sich dann eigentlich doch wieder ganz ähnliche Fragen wie im klassischen Reformismus, nämlich wie fängst du an, Strukturverhältnisse so zu verändern, dass sich dann eben auch die Lebens-, Produktions-, Arbeitsbedingungen grundlegend verändern. Und dann natürlich auch immer in Berücksichtigung der vorhandenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Wenn man nämlich auf einen Schlag den Leuten alles wegnimmt, dann haben die sofort eine Kontraarmee aufgestellt und machen den nächsten Putsch. Und insofern sind dann auch Regierungen, die ganz starke, radikale, revolutionäre Rhetorik verfolgen, Venezuela ist ein gutes Beispiel, eigentlich gezwungen gewesen, ganz minimale Reformprojekte auf den Weg zu bringen, dann immer mit einer unglaublich großen Rhetorik. Also insofern würde ich sagen, das Transformationsproblem stellt sich für jeden, auch wenn ich eigentlich das auch neumodisch finde, dass man jetzt nicht mehr Revolution sagt, sondern nur noch von Transformation spricht und das damit alles so ein bisschen einebnet. Also natürlich muss man auch auf Brüche hinarbeiten, das ist ganz klar, man kann nicht so bruchlos hinüberwachsen, irgendwas anderes, aber man muss natürlich auch Strategien der Umwandlung, des Übergangs, ja, der Schritte haben. Und ich glaube gar nicht, was du da sagst, dass, um jetzt um das konkrete Beispiel zu kommen, von den Genossenschaften, dass die gar nichts verändern. Also ich glaube, wir wohnen in einer Straße in Neukölln, die ist gerade Gentrifizierungsobjekt Nummer 1, glaube ich, in der Stadt. Und es ist total interessant, dass die Inwertsetzung der Straße mit Kneipen und Verkauf in Eigentumswohnungen und sowas da aufhört, wo die Wohnungsbaugenossenschaften anfangen.
Ja, du hast völlig recht, das sind so Wohnungsbaugenossenschaften, die waren für uns früher immer so der Inbegriff der extrem spießig geführten Häuser, weil das eben sehr starke soziale Kontrolle gab und die zum Teil eben auch so verwaltet wurden mit dem Hausmeister und alles war sehr streng. Aber es ist interessant, da gibt es so ein paar Regeln, dass zum Beispiel da eben nicht so viel Kneipen oder keine Kneipen unten sein sollen und dass es auch einigermaßen durchmischtes Haus ist. Und sind die einzigen, wo eben diese Gentrifizierung, diese Immobilien in Wertsetzung so nicht stattgefunden hat. Jetzt hast du natürlich recht, das ist noch keine Transformation hin zu was Besseren, aber das ist zumindest eine Grenze, die dem Markt gesetzt worden ist. Und ich habe letztes Jahr die Mondragon-Kooperative besucht im Baskenland. Dazu muss ich sagen, ich bin also schon sehr viele Jahre im Baskenland und habe von der Mondragon-Kooperative immer ein eher problematisches Bild gehabt, weil das ist eine der größten Unternehmensgruppen im spanischen Staat. Das ist, glaube ich, der achtgrößte Arbeitgeber im spanischen Staat und die haben eben auch Weltmarktfabriken in China, in Polen und so weiter. Und da denkt man ja, okay, es ist ein Konzern wie jeder andere. Und wir haben dann die Konzernführung gesprochen und ich war ziemlich platt nach dem Gespräch. Also wie gesagt, ich habe immer gedacht, naja, da tut sich nicht viel. Aber es war, finde ich, sehr bemerkenswert, dass nach 30 oder 40 Jahren dieses Unternehmens die Statuten immer noch konsequent die gleichen sind und die ganz hohe politische und soziale Standards definieren. Also Dinge, die Einkommensgrenzen zum Beispiel, es gibt also einen Einkommenshöchstsatz für die Manager, was also in heutigen Verhältnissen schon erstmal sehr bemerkenswert ist, ist es immer jedes Jahr einem politischen, demokratischen Aushandlungsprozess unterworfen, wo immer jeder eine Stimme hat. Ist es so, dass es ständig auf den Versammlungen Thema ist, welche Löhne zahlen wir in den Fabriken, die zu unserer Gruppe gehören, aber die noch nicht in Genossenschaften umgewandelt worden sind. Das Problem ist zum Beispiel in China, wollten die das umwandeln also die haben eine Fabrik gekauft und wollten, dass das eine Genossenschaft wird. Und das war nicht möglich, weil die chinesische Gesetzgebung das nicht vorsieht. In China gibt es zwar Agrargenossenschaften, aber keine Industriegenossenschaften. Also es war eine absurde Situation, dass es eine kapitalistisch auf dem Weltmarkt agierende Unternehmensführung gab, die sich den Genossenschaftsideen verpflichtet fühlte und an den Grenzen scheiterte, die Kommunistische Partei Chinas diesem Modell gesetzt hat. Also das waren wirklich ganz andere Konflikte, als ich dachte. In Frankreich, haben sie erzählt, hätten sie es auch gerne umgewandelt. Da waren es vor allen Dingen die linken Gewerkschaften, die dagegen waren, weil die eben finden, Arbeitskämpfe müssen zwischen Arbeit und Kapital ausgetragen werden. In der Genossenschaft hat man das Problem, dass die Leute sich eben als Co-Unternehmer begreifen und dann die Konflikte nicht mehr ausgetragen werden. Wo ich dann gesagt habe, aber andererseits experimentiert ihr doch mit den neuen Formen, die doch hinausweisen könnten, dass die Arbeiter selber verwalten können. Das ist doch eigentlich, was müsste doch die Gewerkschaften interessieren? Und dann haben die gesagt, ja, das musst du mal den Gewerkschaften erzählen, das wollten die nicht wissen. Also da sieht man, dass es doch deutlich komplizierter ist. Natürlich stimmt das nach wie vor und es ist auch immer richtig, die Unzulänglichkeiten zu kritisieren. Aber es ist auch andererseits, glaube ich, wichtig zu erkennen, da wo man tatsächlich was aufgebaut hat. Denn ich glaube, dass diese vielen sozialen Praktiken, die wir nicht nur im Genossenschaftsbereich haben, sondern eben auch, in Deutschland vielleicht ist es, Dinge manche im Bildungsbereich, wie sich Kindererziehung zum Beispiel in den letzten 40 Jahren verändert hat. Das sind, glaube ich, große Transformationsschritte oder Veränderungsschritte, deren Bedeutung wir oft nicht erkennen, weil wir so in den Alltagskleinigkeiten befangen sind und wo ich glaube, wo eine Aufgabe in der Linken auch wäre, das meinte ich am Anfang mit, die sichtbar zu machen, also diese kleinen Schritte als Teil einer Gesamtstrategie kennbar zu machen und auch in Verbindung zu setzen. Und da möchte ich auf einen Text verweisen, den ich da sehr interessant finde. David Harvey kennt ihr vielleicht, US-Marxist, der seit vielen Jahren in New York drüben hat er ein Interview, ne? Kann man das Interview mit ihm anhören, sehr stimmt. Also David Harvey auf jeden Fall, der hat zum Weltsozialforum vor 4-5 Jahren einen sehr guten Aufsatz geschrieben, der heißt... den antikapitalistischen Übergang organisieren oder so ähnlich. Also auf jeden Fall so eine kleine Broschüre, die im VSA-Verlag erschienen ist. Gibt nicht so viele Publikationen auf Deutsch, also den Aufsatz werdet ihr finden. Das ist so ein kleines gelbes Heftchen bei VSA, Supplement. Und da sagt er, man muss sich den Übergang vielleicht zu einer kommunistischen Gesellschaft ähnlich vorstellen wie den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war möglich, weil es verschiedene, er nennt das Momente, gab,
Also verschiedene Entwicklungsdynamiken, die sich verbunden haben. Also verändertes Naturverhältnis, andere Produktionsweisen, unterschiedliche neue politische oder demokratische Formen. Er nennt da 7. Man kann das sicherlich auch anders mehr finden oder weniger finden, ist egal. Aber und er sagt, dass es der Witz war, dass sich das eben gegenseitig begann zu verstärken. Ne? Hat dann natürlich auch was damit zu tun mit der Herausbildung von Städten, wo der Feudalismus nicht, keinen direkten Zugriff hatte, dass es da dann eben bürgerliche Subjekte gab, dass dann eben ein technischer Fortschritt dazu kam. Das hat sich miteinander kombiniert und verstärkt. Und er sagt, so ähnlich müssen wir den Übergang eigentlich auch denken zum Kommunismus. Jetzt ist natürlich als Einwand ganz klar, naja, das ist natürlich ein viel größerer Bruch. Ne? Übergang zum Kommunismus ist ja Verlassen von Klassenherrschaft. Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war der Übergang von einer Klassenherrschaft zu einer anderen. Ein Schritt hinaus wäre wirklich mit Klassenherrschaft brechen. Deswegen ist es noch eine viel größere Herausforderung. Aber zumindest den Grundgedanken finde ich richtig. Man muss sehen, es sind eigentlich viele einzelne Transformations- oder Veränderungsprozesse notwendig, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft stattfinden, die zum Teil von Leuten vorangetrieben werden, die sich gar nicht der Linken zurechnen. Also zum Beispiel verändertes Naturverhältnis. Jetzt sehen wir es bei der Energiewende. Da gibt es Akteure, die rechnen sich nicht zur Linken und sind trotzdem wichtige Akteure in so einem Veränderungsprozess. Und ich glaube, unsere Aufgabe, oder nicht nur jetzt von möglicherweise von Linken, sondern von allen, die wir ein grundsätzliches Veränderungsprojekt verfolgen, ist, diese einzelnen Aspekte als Gesamtbild erkennbar zu machen, strategisch in Verbindung zu setzen und dann eben auch das drauf zutreiben zu lassen auf gesellschaftliche Bruchpunkte. Weil das völlig klar ist, an bestimmten Punkten muss es auch grundlegende Veränderungen der Rahmen, der politischen Rahmenbedingungen geben und die kann man nicht einfach freundlich bei Wahlen einfach vereinbaren, sondern da gibt es dann wirklich richtig Krach in der Gesellschaft. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt in Lateinamerika allein die kleinen Reformen anguckt, die da durchsetzen konnten, wie viel gesellschaftlicher Krach dafür notwendig war. Okay. Das war ein Plädoyer, wie es hier im Haus heißt, für eine Mosaiklenke. Vorher die Frage nach dem transformativen Potenzial von Genossenschaften. Und Elmar brennt darauf an. Also erstens möchte ich natürlich ganz klar betonen, ich streite mich mit Raoul überhaupt nicht, weil ich hundertprozentig mit dem einverstanden bin, was du gesagt hast. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht also an dem, was du gesagt hast, noch anknüpfen könnte, um dann noch zusätzliche Ideen vielleicht in die Diskussion zur Klärung unseres gemeinsamen Problems, wie kriegen wir so einen Transformationsprozess eigentlich hin, beizutragen. Nicht wahr? Und mir ist immer eingefallen, wenn wir über Transformationen reden, über Utopien und so weiter, der klassische Autor fast, könnte man sagen, Robert Jung. Der ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, war vor 30, 40 Jahren sehr bekannt, Bestsellerautor, wirklich Bestsellerautor, nicht? Hunderttausende von Auflagen, zum Teil sind seine Titel immer noch bekannt, nicht? Der Atomstaat beispielsweise, nicht? Gegen die Atomenergie in Deutschland, nicht? Heller als 1000 Sonnen nach den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki unmittelbar während des Zweiten Weltkriegs und danach. Also eine Kritik an der neuen Atombewaffnung und so weiter und so weiter. Hat viele solcher Bücher geschrieben. Und er hat auch ein posthum erschienenes Büchlein hinterlassen, das erst 2013 anlässlich seines 100. Geburtstages, er ist also schon längere Zeit tot, geschrieben hat. Das heißt Das Sonnenbuch. Und er hat zumal hier in Berlin mit Zukunftswerkstätten operiert. Zukunftswerkstätten, das ist genau das, so kleine Projekte, die aber gedacht sind, zum Teil ist es dann Wirklichkeit geworden, aber eben auch nur zum Teil gedacht sind, zu einer Lawine zu werden. Man beginnt im Kleinen, es muss konkret sein, es muss ja auch überschaubar sein für die Einzelnen, die da aktiv werden wollen. Man kann es nicht delegieren und dann eine große Sache daraus machen, sondern man muss das selber machen und dann muss es eben auch klein sein, aber es muss dann eben eingebettet sein in eine etwas größere Strategie. Und das bringt mich noch zu einem zweiten Aspekt in dieser Diskussion.
Wir müssen, glaube ich, das, was wir im Geschichtsunterricht mal gelernt haben, alles vergessen. Und dann wieder neu aus dem Müllkasten wieder herausholen. Nachdem wir aber gelernt haben, dass die Geschichte eben in verschiedenen Schichten abläuft. Es gibt nicht nur eine Geschichte. Es gibt viele Geschichten. Es gibt die langfristige Tendenz. Die Natur hat eine Geschichte. Die Alpen haben eine Geschichte. Aber das ist eine Geschichte, die geht über Tausende von Jahren oder Zehntausende von Jahren oder Millionen von Jahren. Das ist keine menschliche Geschichte allein, sondern eine Geschichte von Naturgestein. Und es gibt die Geschichte von Gesellschaften und es gibt die Geschichte von Individuen und so weiter. Und all das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ein politisches Projekt, sei es von einer Partei oder von irgendwelchen Gruppierungen, eben diese verschiedenen Schichten der Geschichte kombinieren muss und damit umzugehen hat. Nicht? Das ist das, was in Lateinamerika ja ein großes Problem darstellt. Umzugehen mit der langen Geschichte, die beispielsweise die indigene Bevölkerung in Lateinamerika aufweist, die auch heute noch virulent ist, diese lange Geschichte. Nicht? Und gleichzeitig aber auch die neue Geschichte von Jugendlichen, die durch den US-amerikanischen Konsumismus sozialisiert worden sind. Die haben ganz andere Vorstellungen, weil sie ganz anders sozialisiert worden sind. Und das muss man alles zusammenbringen. Und das ist natürlich in einer Partei ziemlich schwierig. Denn da kommt einerseits hinein diese lange Geschichte, dann diese kurzfristigen Geschichten und dann kommen noch unterschiedliche Interessen herein. Die kurzfristige Geschichte beispielsweise hat ja auch mit ökonomischen Sachzwängen zu tun, mit den Finanzmärkten und wie diese funktionieren. Nicht die Zinsen, die auf Finanzmärkten im Nanosekundentakt gebildet werden, also in der kürzesten Frist, die gar nicht mehr menschlich ist, weil wir gar nicht in diesen Zeitdimensionen überhaupt etwas wahrnehmen können. In dem Nanosekundenhandel wird damit also operiert und Profit gemacht. Das ist einerseits die Dimension, die aus der Ökonomie kommt, eine sehr, sehr kurzfristig angelegte Sachzwanglogik. Und auf der anderen Seite haben wir es dann mit kommunalen Investitionen zu tun, haben wir es mit der Kindererziehung zu tun, wobei wir hoffen, dass diese Kinder, die da erzogen werden, dann auch ein fröhliches und gutes Leben bis zu ihrem Lebensende haben werden. Das heißt, man muss sich dann auch um Alterspolitik und so weiter kümmern. All das gehört dann dazu. Das heißt, wir müssen mit diesen verschiedenen Schichten umgehen, wir müssen mit den verschiedenen Fristen umgehen, wir müssen mit den verschiedenen Bereichen umgehen und all das muss innerhalb eines Projekts bewerkstelligt werden. Und dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie schwierig es ist, die Revolution als so einen singulären Akt wie die Französische Revolution oder die Russische zu denken. Da fällt mir im Übrigen ein, ich hatte das Glück, kann man wirklich sagen, dass es auch ein Glück war, noch Jürgen Kuczynski, den großen Historiker aus der DDR, kennenzulernen. In den 80er Jahren, kurz vor der Wende, habe ich ihn kennengelernt, und zwar in Südkorea. Wir waren beide eingeladen auf einem Kongress, aber das ist nebensächlich. Und da hat er mir jedenfalls erzählt, dass er mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, also mit den Vertretern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, ein Seminar gehabt hatte, wo er auch einen Vortrag gehalten hat, über die Französische Revolution 1789, im Jahre 1989, 200 Jahre vorher. Und da haben die Chinesen sich geweigert, über die Chinesische Revolution zu sprechen und ein Urteil abzugeben, weil sie sagten, das ist noch nicht lang genug her. Wir wissen noch nicht, was daraus wird. Über die Französische Revolution, geschweige denn über die Russische Revolution oder über die Chinesische Revolution. Das heißt, die waren sich über diese Langfristigkeit von historischen Ereignissen einigermaßen im Klaren. Und wir müssen das auch sein, ohne zu vergessen, dass es auch sehr kurzfristige Entwicklungen gibt, zu denen wir also unsere Meinung bilden müssen und wo wir auch eingreifen müssen, politisch aktuell eingreifen müssen. Das ist also die Schwierigkeit, das alles miteinander zu verbinden. Und wir müssen uns bewusst sein über diese Schwierigkeiten und nicht den Kopf davor in den Sand stecken, nicht, obwohl wir also, und dann müssen wir daran gehen, dann auch ganz aktuelle und konkrete Lösungen zu finden. Ja, es gibt schon zwei mehr. Peter, der ist auch, ich glaube, Peter, der war am längsten. Ne? Also, okay.
Ja, Emma, du hast eben vom guten Leben gesprochen und ich sehe das immer alles so ein bisschen bin so pessimistisch, weil ich so das Gefühl habe, dass für viele Leute in Westeuropa schon das gute Leben erreicht ist und dass es ihnen gut geht. Ein Freund von mir macht die Jugendarbeit in einem großen VW-Werk in Stuttgart und er hat mir immer erzählt, ja schön, dass du so politisch bist, das interessiert die bei mir alle gar nicht. Die bekommen dann ihre Gewinnausschüttungen von 8.000 einmal so im Jahr auf die Kralle, bekommen ihr Auto und bekommen einen anständigen Lohn. Wir sind zu 95% im Betrieb organisiert, hier passiert gar nichts, es geht allen gut. Und ja, ich weiß nicht, da ist der Neoliberalismus natürlich auch ziemlich clever, wenn er dann so viel Gewinn einfährt, dass er das auch noch ein bisschen abschilfen kann, gerade dann beim klassischen Industrieproletariat. Und ja, mir fehlt da immer so die Perspektive, dann irgendwie nicht so einen Utopismus runterzubeten, wie, ja guck mal, in der dritten Welt, denen geht es ja voll schlecht und das mit der Umwelt läuft ja auch gerade nicht so gut. Und ja, ich sehe da irgendwie so, ja, keine Bewegung, da passiert nichts. Niemand sieht irgendwie, dass sein Interesse irgendwie bedroht ist. Wollen wir erstmal drei sammeln oder vier? Das kommt, glaube ich, schon. Etwas länger, aber ja, hallo, ich bin auch in der Linkspartei und in der antikapitalistischen Linken und ich habe jetzt heute gehört, ich bin Realpolitiker, das finde ich erstmal ganz super, aber was ich eigentlich jetzt erstmal sagen wollte, also erstmal vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde ganz gerne nochmal über den ökologischen Aspekt ein bisschen reden. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Elmar, dann sind doch bis 2100 beim Business as usual, hast du gesagt, gehen die Lichter aus, weil dann würde sich bis zu über 5 Grad Celsius durch den CO2-Ausstoß dann das Klima sozusagen erwärmen. Dann hast du aber gesagt, naja, wenn ich jetzt sozusagen so eine antikapitalistische Gesellschaft, das dauert hunderte von Jahren, vielleicht tausende oder sonst was, das ist ein langer Prozess. Und wenn ich mir jetzt dann mal angucke, wie die kapitalistische Produktionsweise ja eigentlich auch notwendig die Umwelt zerstört, finde ich, gibt mir das ja eigentlich zu denken. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich sagen, ups, dann ist es zu spät, oder? Liege ich richtig? Es gibt ja auch von vielen Ökonomen, also die jetzt sozusagen dem Umweltschutz nicht so ganz abgeneigt sind, gibt es ja irgendwie so verrückte Ideen, die jetzt irgendwie davon ausgehen, naja, es wird halt in der Zukunft irgendwas Tolles erfunden oder so, also irgendwie eine super Technologie, die den ganzen Umweltschutz quasi generieren würde, die jetzt die ganze Umweltzerstörung irgendwie aufsaugt oder dass dann auf einmal die Wirtschaft irgendwie grün wird oder sowas. Ich meine, ich halte davon nichts. Ich glaube, dass die ökologische Frage durch die soziale Frage geklärt werden muss und umgekehrt auch, das bedingt sich einander und es gibt keinen grünen Kapitalismus meines Erachtens, aber ich würde halt letztendlich gerne nochmal von euch eine Einschätzung hören, passt das irgendwie zusammen oder also diese Einschätzung mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wir tausende von Jahren da vielleicht irgendwie noch dran sitzen und eine antikapitalistische Gesellschaft haben, also dann würde ich sagen, naja, dann machen wir jetzt die Lichter aus und so. Aber ich würde gerne noch weiter auf die Straße gehen, also vielleicht eine kurze Einschätzung dazu. Danke, zwei wichtige Fragen und die dritte würde ich noch rannehmen, kurz. Da hinten. Ja, ihr habt gesagt, ihr müsst, das ist an das Mikro? Ja. Okay, ich höre das selber so wenig. Also ihr habt gesagt, die Praxen, die da sind, benennen, ja, das ist sicher sympathisch für die Linke, die sonst immer versucht hat, von oben herab was zu machen, aber ich denke mir, das reicht nicht. Ne? Wir müssen auch gucken, dass wir die Praxen, die da sind, dass wir die verallgemeinern. Das sind jetzt ein paar Pioniere, die ethisch leben, die universell leben, aber wir müssen die Frage stellen, wie können wir das für alle möglich machen, also welche Institutionen brauchen wir dafür gesellschaftlich? Und das war das eine. Und das andere ist, ihr habt gesagt, ja, wir müssen so ganz rational mal der Gesellschaft jetzt erklären, es gibt das CO2-Problem, da können wir jetzt mal ausrechnen, ne? Wie viel dürfen wir jetzt eigentlich noch verbrauchen? Ich glaube, ja, das kann man machen. Das ist aber nicht wirklich was Neues, ne? Dass wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern müssen, radikal, 2 Tonnen pro Jahr und so weiter. Das weiß heute fast jedes Schulkind. Das reicht noch nicht aus zu einer konkreten Utopie. Da fehlt so die
die persönliche, konkrete Utopie, ne? Wie, die Frage müssen wir uns stellen, wie können wir eine persönliche Befreiung aus den Dingen, die uns bedrücken, ne? Vielleicht, dass wir trotz Anstellung irgendwo, dass wir Zeitstress haben, nicht alle unsere Lebensinhalte hinbekommen, die uns wichtig sind, wie können wir diese Probleme verbinden mit dem ökologischen Problem, ne? Dann kann das eine Wirkmächtigkeit erhalten, und wenn man dann auch als Partei vielleicht sagen kann, das ist nicht ein individuelles Problem, sondern wir schlagen irgendwie eine Institution vor, eine Regulierung vor, die dir dabei hilft, die uns aber gleichzeitig als Gesellschaft auch mit dem Gesamtproblem hilft. Ne? Also das wäre eine wichtige Verbindung. Geschichte ist doch immer dann wirkmächtig geworden, wenn der Einzelne gesehen hat, ich kann mein persönliches Problem verbessern, wenn wir das, was diese Bewegung davor schlägt, wenn wir das haben, ne? wenn mir das hilft. Okay, drei Fragen nach dem Leben, nach der kommenden Katastrophe. Konkrete Utopien wieder. Elmar wurde angesprochen. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also erstens, man muss immer die Frage stellen, kann man individuell noch auf diese Herausforderung ökologischer oder auch sozialer oder auch friedenspolitischer Art, darüber haben wir auch nicht gesprochen, kann man da individuell eigentlich was machen? Friedenspolitisch, da würde von jeder und jede hier von vornherein sagen, nein, das ist eine kollektive gesellschaftliche Aufgabe, die Politik zu verändern, nicht, und das machen wir nicht individuell allein, nicht? Wir beteiligen uns zwar daran, aber wir können das nicht als individuelle Aktion organisieren. Bei der Umwelt ist es ganz anders auf einmal. Da wird also auf dem Individuum also beispielsweise Verzicht verlangt oder angedient, und damit würde man der Umwelt einen Dienst erweisen, nicht? Also in der Umweltdebatte ist Nico Pech, der ist den meisten sicherlich ein Name, der Begriff ist, bekannt, der genau das immer wieder vorschlägt. Wir müssen selbst verzichten, also weniger Umwelt verbrauchen, damit wir also das ökologische Problem, das brennend ist, irgendwie in den Griff bekommen. Ich will jetzt nicht dagegen unbedingt reden, aber ich will dagegen reden, dass man durch individuelle Aktionen so etwas machen könnte. Wir kommen nie auf die Idee, so etwas erreichen zu können, wenn es um Friedenspolitik beispielsweise geht. Aber in der Umweltpolitik soll es auf einmal funktionieren. Und es geht nicht in der Umweltpolitik. Wir müssen das auch organisiert tun. Wir müssen das kollektiv tun, weil es nicht nur auf die einzelne Aktion ankommt, sondern weil es auf die Reorganisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens ankommt. Und beim gesellschaftlichen Zusammenleben insbesondere natürlich auf die Ökonomie, auf die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir transportieren, wie wir zirkulieren. Und bei der Zirkulation spätestens kommt also das Kapital ins Spiel. Und da müssen wir uns mit den Finanzmärkten beschäftigen und mit deren Einfluss auf die Umwelt, die also katastrophal ist, dieser Einfluss der Finanzmärkte. Und dann müssen wir sehen, wie kriegen wir denn die Kapitalmärkte in den Griff? Doch nicht durch individuellen Verzicht oder so etwas, sondern das müssen wir politisch, kollektiv erledigen, oder wir erledigen es überhaupt nicht. Also insofern ist klar, es geht nur kollektiv organisiert, es geht nur innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, dann eben parlamentarisch wie auch außerparlamentarisch, aber bitte sehr organisiert und kollektiv, und die Flausen, das individuell lösen zu können, die sollte man wirklich vergessen, gerade auch in der Umweltpolitik. Wobei ich nichts dagegen habe, dass Einzelne auch sagen, ich fahre weniger Autos und so weiter. Das ist eine gute Sache, aber das ist keine Lösung des Problems. Das Zweite, als du gesprochen hast, da fiel mir der Titel eines der letzten Bücher, da hast so viele geschrieben, dass ich nicht weiß, ob es das letzte oder das vorletzte war, ein von Dietmar Dath, nicht? Klassenkampf im Dunkeln. Nicht, wenn die Lichter ausgehen, geht der Klassenkampf trotzdem weiter, nur im Dunkeln. Ist nicht so schön vielleicht und wie im Sonnenlicht, aber das geht trotzdem weiter. Die Konflikte bleiben ja erhalten. Und es ist vollkommen klar, dass die Lösung der Probleme, mit denen wir zu tun haben, dass diese sich nicht von selbst erledigen, sondern da muss man eingreifen. Aber in diesen verschiedenen Zeitdimensionen, die ich erwähnt habe, muss man dann eingreifen.
nicht längerfristig, kurzfristig, mittelfristig und den Auswirkungen auch, die dann eben in mittlerer, in kurzer, in langer Frist eben auch nur zu erwarten sind. Und warten die Tausende von Jahren, bis so die Revolution, die ökologische Revolution vielleicht beendet ist, können wir natürlich gar nicht. Können wir uns sicher sagen, man darf auch nicht davon ausgehen, dass wenn ich sage, 5-Grad-Ziel bis 2001, dass wir bis zum Jahr 2001 warten können, bis vielleicht die 5-Grad-Steigerung erreicht ist oder auch nicht erreicht ist. Sondern das ist ja ein Prozess. Und in diesem Prozess müssen wir auch eingreifen. Wir müssen heute eigentlich eingreifen, um etwas zu erreichen, diesen Prozess eben gar nicht erst wirksam werden zu lassen, zumindest aber abzukürzen. Und dann würde entweder etwas eintreten, vielleicht schon viel eher, nicht, oder aber auch überhaupt nicht, wenn wir es richtig machen. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir zu führen haben, nicht, die uns ja heute nicht buchstäblich unter die Nägel gebrannt wird, nicht? Wenn wir sehen, da ist auf der einen Seite eine Demonstration für die Kohleerzeugung, den Kohlenbergbau, und auf der anderen Seite demonstrieren andere dagegen. Nicht? Da müssen wir uns ja auch irgendwie entscheiden. Nicht? Halten wir beides für gut, sind ja alles Gewerkschafter, Linke, in vieler anderer Hinsicht Genossinnen und Genossen, nicht? Aber wir sind vielleicht dagegen. Aber weil das alles so verwickelt ist, machen wir nichts dagegen. Aber wir müssen zumindest mit Aufklärung versuchen, diese Widersprüche politisch wieder handhabbar zu machen, damit also auch eine gemeinsame Linie, ich nutze einen Begriff, den ich sehr ungern benutze, eine gemeinsame Linie herauskommt. Ich würde ganz gerne nochmal da anknüpfen. Ich glaube, ich habe das Beispiel gestern schon gebracht, aber ich glaube, es ist so ganz gut, um das Problem zu veranschaulichen. Also so, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, naja gut, wir müssen dann im Anbetracht der Situation, geht es darum, eine politische Revolution, selbst wenn man einem klar ist, dass die viel zu kurz greift, weil sie noch nicht alles abdeckt, ist unverzichtbar, weil es die einzige Möglichkeit ist, sozusagen aus dem die Notbremse zu ziehen, wie Benjamin gesagt hätte, im Zug, der auf die Katastrophe zufährt, ne? Also irgendeine so eine Exit-Strategie zu finden. Ich meine, der Gedanke ist mir nicht unsympathisch, aber ich finde, Venezuela ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie problematisch es ist, wenn nicht alle auf einen sozusagen politischen Bruchprozess, ist ja auch keine richtige Revolution, aber immerhin ein Bruch gewesen, zuläuft, ist aber eigentlich keine Klarheit über ein alternatives Projekt gibt. Also die Leute haben diese, sie nennen es ja selber Revolution, unterstützt, weil sie gesagt haben, wir wollen, Erdöl ist ja ein nationales Gut, ist ja sogar verstaatlicht. Und das Problem war aber, das Erdölunternehmen hat, die Konzernspitze hat dafür gesorgt, dass das Geld nicht in der Gesellschaft ankam, nicht bei den normalen Menschen ankam, sondern nur bei den Eliten ankam. Und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir halt jetzt dafür sorgen, dass das verändert wird. Und dafür haben sie auch schnell, oder nicht schnell, aber dafür haben sie eine Mehrheit zusammenbekommen und haben dann auch mit viel Kraftaufwand tatsächlich dafür gesorgt, dass heute, das ist das, was man auch verteidigen muss, habe ich gestern auch schon gesagt, in Venezuela, Bolivien, Ecuador, zumindest der Zugriff auf die Ressourcen, auf die man exportiert, ist wieder heute in den Händen des Staates und der Staat macht damit auch wieder Sozial- und Infrastrukturpolitik. Das ist nicht viel, aber ist ein bisschen was. Aber das Problem davon ist, dass es überhaupt keinen, das alles konzentrierte sich sozusagen auf diese Auseinandersetzung mit Eliten und auf die Frage der Umverteilung, die ja ganz berechtigt ist. Und das wäre ja für eine klassisch-sozialistische Argumentation auch der zentrale Punkt. Die Subalternen sind die nicht profitieren, also geht es um Umverteilung. Aber dann sieht man auch das Problem. Die Leute heute haben eigentlich, also es hat kein gesellschaftlicher Veränderungsprozess in der Ökonomie stattgefunden, obwohl es Versuche von oben gab, Gesellschaft, Fabriken, Betriebe zu demokratisieren, also in Arbeiter-Selbstverwaltung zu überführen. Das ist nicht deswegen nicht funktioniert, weil die Parteiführung oder Staatsführung das nicht wirklich verfolgt hätte. Die haben da, glaube ich, wirklich, Chavez hat viel Geld und auch Engagement rein investiert, solche Projekte zu fördern, sondern weil es eigentlich in der Gesellschaft gar nicht
so als Wunsch verankert war. Also der Wunsch sozusagen der venezolanischen Gesellschaft war, teilzuhaben am Reichtum, aber nicht die Produktions- und Arbeitsweise zu verändern. Weil das ja auch viel mehr Verantwortung bedeutet und vielleicht auch, auch eine Verabschiedung oder ein Abschied von den konsumistischen Lebensmodellen, die uns heute prägen. Ne? Also ein richtiger sozialistischer Bruch, Transformationsprozess impliziert ja zum Beispiel auch, dass wir unsere heutige Lebenszuschnitt, unsere Lebensweise verändern. Und dafür waren die Leute jetzt nicht bereit. Also insofern kommt man eigentlich immer wieder zu dem Problem zurück. Selbst wenn man die politische Revolution oder was auch immer das ist, gemacht hat, kommt man wieder zu einem Transformationsproblem. Und ein Autor, es gibt natürlich mehrere Autoren, die dazu Interessantes geschrieben haben, Luxemburg, Rosa Luxemburg mit der, ich glaube, es heißt Revolutionäre Realpolitik, Gramsci mit den Hegemoniefragen, aber auch zum Beispiel jetzt in, ein Buch, das mir gut gefallen hat, obwohl es manchmal ein bisschen schlicht daherkommt, ist Eric Olin Wright, auch ein Soziologe und Marxist aus den USA, der stellt eigentlich die Frage, es gab so drei Strategien der Veränderung in der Linken des 20. Jahrhunderts, nämlich Symbiose, so klassisch sozialdemokratisch, wir koexistieren einfach mit dem Kapital, es wächst schon von selber irgendwie rüber. Revolution, Bruch, Lenin, wir zwingen sozusagen die Veränderung, oder Nische. Das war, was du angesprochen hast und zu Recht kritisiert hast. Wir machen so Klein-Klein-Praktiken, aber das verändert die Welt ja auch nicht. Und Eric Olin Wright sagt, es ist alles drei sozusagen an strategische Grenzen gestoßen. Und er zeigt es auch, warum das so ist. Ne? Ich meine, liegt, glaube ich, auf der Hand, also warum diese symbiotische Strategie nicht funktioniert hat und warum der Leninismus dann oft in autoritäre Politik gemündet ist und so. Also das ist, glaube ich, ganz gut, alles nachzuvollziehen. Und er sagt, natürlich bleibt es aber, eigentlich bleiben das die Ansatzpunkte, die man hat. Das ist sozusagen der Werkzeugkasten, der uns zur Verfügung steht. Und unsere Aufgabe ist, den vielleicht neu zusammenzusetzen. Also dann, vielleicht hatte ein Teil der Linken früher zu starken Cockpit-Blick, der gedacht hat, die Veränderung wird von oben sozusagen eingeleitet und dann auch durchgeführt. Und vielleicht müssen wir viel stärker begreifen, dass ein Transformationsprozess, gerade wenn es darum geht, demokratisch was zu vergesellschaften, dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen und das dann auch anders gestalten, von unten getragen werden muss. Und die Rolle von Staatlichkeit oder auch von Parteiführung ist nur, solche Prozesse zu ermöglichen. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen das, was Rosa Luxemburg so stark macht, als sie gesagt hat, so die Fehler der vielen sind besser als die richtige Entscheidung der wenigen. Ne? Also der selbstgestaltende Prozess muss ermöglicht werden. Das ist die Aufgabe von politischer Organisation oder dann vielleicht auch von Beteiligung an Institutionen und von Staatlichkeit. Also dass dann diese Nischenpraxis sozusagen begünstigt wird. Also wir bräuchten sozusagen Gesetze, die Gründung von Genossenschaften total so begünstigen, dass das jedem auch als vernünftiges Modell erscheint. Ja? Und auch viel mehr Leute als nur heute, die Leute vom Mietshäuser-Syndikat das in die Hand nehmen. Es ist nämlich gar nicht so schwer eigentlich, die Häuser den Immobilienmärkten zu entziehen. Das ist halt nur ein Organisierungsprozess, der braucht 2-3 Jahre. Und da sind halt nur die aktivistischsten Leute sozusagen bereit. Aber wenn man die Rahmenbedingungen anders steckt, dann würden das wahrscheinlich viele tausend Menschen mehr machen. Oder vielleicht auch 10.000 oder vielleicht dann auch 100.000. Oder natürlich auch Grenzen zu setzen. Also ich meine, gerade wenn wir sagen, es gibt auch objektive Grenzen, an eine Mauer, an die wir ranfahren, ökologische, dann geht es natürlich auch darum, Regeln und Gesetze und Verbote zu schaffen, die eben so eine Zerstörung wie jetzt unterbinden. Also da bin ich dann auch dafür, dass man ganz klar mal reformistisch denkt und nicht darauf wartet, dass irgendwann mal der große Bruch kommt. Das muss ja jetzt Dinge geben. Deswegen bin ich, also finde ich auch, dass an der Energiewende jetzt selbst unter einer CDU-Regierung manches interessant ist. Also ich denke, dass man halt irgendwie mehr mit diesen Dingen jonglieren muss und gucken muss. Also wir dürfen halt nicht aus den Augen verlieren, der Kern ist unser Transformations- oder unser grundlegendes Veränderungsprojekt. Um das geht's, ja. Und wir müssen uns jeweils immer überlegen, was ist gerade das Schlauste, um dieses Projekt voranzutreiben. Manchmal ist es schlau, da widerständiger zu sein. Manchmal ist es schlau, da einfach auch unter der Hand was einzuführen. Das kann unterschiedlich sein. Aber wir müssen halt gucken, dass dieses Projekt gestärkt wird. Und nicht so sehr nur darauf achten, wer kontrolliert den Staat. Das ist zum Beispiel so eine Kritik, die man heute auch an der lateinamerikanischen Linken teilweise machen kann, dass sie viel zu stark meiner Ansicht nach darauf schauen, dass sie den Staatsapparat kontrollieren, obwohl das gesellschaftlich gerade kaum eine Dynamik hat oder nur in Randbereichen. Und noch einen Gedanken, den du eingebracht hast, den ihr beide hattet, aber du hast ja vorhin auch gesagt, naja, den Leuten geht es ja gut. Also wenn es den Leuten gut geht, dann kann man auch einfach sagen, okay, also wir müssen ja nicht was verändern, wenn es den Leuten gut geht. Also wir müssen ja nicht an jemanden rantreten, es ist aber schlecht, du irrst dich, es ist gar nicht gut. Wenn die Leute sich gut fühlen, dann ist es wunderbar, dann können wir mit ihnen Spaß haben.
Das Problem ist aber, dass ich das nicht wirklich glaube. Also es stimmt auch, dass das innerhalb von Deutschland sehr unterschiedlich sein mag. Und, aber also ich bin ja auch viel in Spanien und ich muss ehrlich sagen, mir, das Elend in Berlin finde ich oft bedrückender als das in Madrid. Weil die Leute das so nach innen verlagern, ihr Scheitern. Gestern habe ich wieder hier nebenan in Netto eingekauft, die Kassiererin. Es hat mir wirklich so leid getan, wie sehr sie sich den Arbeitsstress reingezogen hat, wie sehr sie sich irgendwie verantwortlich gefühlt hat für ihren blöden Laden da, der ja nicht ihrer ist. Wenn es wenigstens ihrer wäre, dann würde ich das ja gut finden, aber dass sie sich verantwortlich fühlt. Es war wirklich, man hat wirklich gesehen, wie sehr sie da leidet. Und ich glaube, 3 Millionen, mit ihren Familien sind es, glaube ich, 7 Millionen Working Poor in Deutschland, also Leute, die nicht von ihrem Einkommen leben können. Aber selbst die Leute, die in festen Arbeitsverhältnissen sind, also wie kaputt ist man nach so einem Arbeitstag? Und ich glaube, was wir viel stärker diskutieren sollten, ist, unter so hochentwickelten produktiven Verhältnissen, wie wir sie heute haben, das ist ja nicht nur ein Ergebnis des Kapitalismus, sondern auch ein Ergebnis des technischen Fortschritts, ist Elend was anderes als früher. Elend vor 80 Jahren war in Deutschland Massenhunger und Kälte. Elend heute ist, dass es unglaublich viel Angsterkrankungen gibt. Ja, es gibt so ganz interessante Studien, ein Buch, was ich sehr empfehlen würde, von Wilkinson und Pickett heißen die, zwei britische Gesundheitsforscher, die haben so mehrere Studien angeguckt und haben so verfolgt, wie Ungleichheit auch Krankheit in die Gesellschaft trägt. Und eine Sache, die zum Beispiel sehr bemerkenswert ist, also die Ausbreitung von psychischen Erkrankungen, nicht erst mit dem Neoliberalismus, schon seit den 30er Jahren nehmen die psychischen Erkrankungen massiv zu, was ja eigentlich auch klar ist. Also dieses Effizienzdenken, was ja auch nicht nur was mit dem Markt zu tun hat, sondern was eigentlich auch schon älter auch ist als der Kapitalismus. Frankfurter Schule und Adorno, die versuchen das ja sogar schon in der Odyssee nachzuweisen. Also dieses unglaublich rationalisierte Denken, was dazu führt, dass ich manchmal mir schon am Vorabend überlege, ob ich erst zur Bäckerei und dann in die Bibliothek gehe oder erst zur Bibliothek und dann in die Bäckerei. Also wo dann schon die Arbeitswege schon so total durchdacht werden, weil alles effizient sein muss. Das erzeugt natürlich auch eine irre Beklemmung. Ja? Also alles steht unter diesem Aspekt, es muss effizient organisiert sein. Die Beziehungen mit den anderen sind auch sehr stark unter dieser Rationalität unterworfen. Und es gibt unglaublich wenig Momente, sich selber und das Leben mit den anderen zu genießen und den anderen auch unbefangen zu begegnen. Das ist ja noch was anderes. Wir haben Gesellschaften, die so konsumistisch sind, sind ja auch deshalb so konsumistisch, weil sich darüber Status ausdrückt. Ne? Also teures Auto zeigt, du bist wichtig, du willst wichtig sein. Die Angst ist also auch ganz stark offensichtlich in unsere Gesellschaften eingeschrieben, ständig uns behaupten zu müssen. Und die anderen sind auch, das wird von diesen Gesundheitsforschern als Social Evaluative Threat, also die Bedrohung der sozialen Bewertung durch anderen bezeichnet. Und die führt eben auch wirklich zu hoher Aggression, zu Unglück und zum Teil auch zur Veränderung von Körpern. Ja? Also Stresshormonausschüttungen, die dann auch Cortisol ist es, glaube ich, was also auch die körperliche Struktur verändert. Also ich denke, um auf deine Frage zurückzukommen, die war ja viel konkreter als meine Antwort. Also mein Anliegen wäre eigentlich, wir könnten oder sollten vielleicht viel mehr darüber reden, was uns eigentlich unglücklich macht mit unserem Leben. Also was ich finde, was unschön ist in meinem Leben. Und ich würde sagen, ey, das Lohnniveau ist es bei mir gar nicht, obwohl ich, glaube ich, nicht zum höchsten Einkommenssegment gehöre. Aber ey, zumindest in meiner Lebenswelt und den Möglichkeiten, den kulturellen Möglichkeiten, die ich habe, ist das nicht mein Problem. Mein Problem ist eben, dass alles unglaublich effizienzgesteuert ist, dass unglaublich wenig Raum auch für spontane soziale Begegnungen ist und so weiter und so fort. Und darüber, finde ich, könnten wir auch viel mehr reden. Also jetzt ohne zu sagen, es ist nicht gut, dass Gewerkschaften für Lohnerhöhungen kämpfen. Ihr wisst genau, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, weil es allein schon deswegen wichtig ist, den Reichtum der Superreichen zu bekämpfen, ist es wichtig, Lohnforderungen zu stellen. Also schon allein, um das Kapital zurückzudrängen. Aber andererseits ist eben auch ganz wichtig, dass wir von den unmittelbaren Dingen unseres Erlebens ausgehen. Und ich glaube, da gibt es auch hier viele gute Gründe, die Dinge ganz anders zu machen. Die Diskussion geht stark in die Richtung, wie ist ein gutes Leben gestaltbar, wollen es Leute oder nicht. Ich sehe eine Wortmeldung da hinten noch und hier vorne noch zwei. Ach so. Ja,
das Einfache, das schwer zu machen ist. Also viel Kluges gehört und Anregendes und so weiter. Ich war heute auf dieser sogenannten Wall of Shame, wo also Arbeiter, ausländische Arbeiter seit 6 Monaten das ihnen zustehende Geld nicht bekommen. Im Land herrscht eine ziemliche Stimmung, würde ich sagen, also zumindest aus der Ecke, wo ich komme. Ausländerdiskriminierung ist noch einfach oder ist noch untertrieben. Ja, und dort 200, vielleicht waren es 300 Leute, die da protestieren. Gut gemacht, die Performance ganz ordentlich. Ich kann auch nicht einschätzen, ob diese kleine anarchistische Gewerkschaft sich irgendwie abgrenzt und so, ob da auch ein Grund liegt. Aber ich sage mir, wenn dort 10.000 oder 50.000 mehr oder weniger linke Leute vorbeilaufen würden, die hätten ihr Geld und es gäbe auch eine andere Stimmung im Land. Und solange wir so etwas Einfaches, Kapitalismus, da gibt es einen Lohn für einen Lohnarbeiter und die kriegen den nicht. Noch nicht mal darüber regt sich genug in der Gesellschaft irgendwie ab. Ja, eine kurze Frage noch an beide. So auf dem Hintergrund vielleicht der Aufgaben, die du immer ziemlich zu Anfang formuliert hast, was in diesem Jahrhundert sich ändern muss. Was denkt ihr, was muss sich in der gesellschaftlichen Linken und auch in unserer Partei ändern, damit wir eventuell eine Chance haben, zur Lösung dieser Aufgaben auch beizutragen? Nee, da hinten hat jemand ganz dringend eine Frage, obwohl die Dame, nehmen wir danach dran. Ja, an die letzte Frage kann ich anschließen. Peter Liegner, Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt in Brandenburg. Vielleicht nochmal eine kurze Bemerkung. Es ist viel geredet worden über die Vielschichtigkeit, die Schichten, den zeitlichen Horizont, alles zusammenzubringen. Große Aufgabe. Jetzt könnte ich ein bisschen, also deutlich ironisch, dem Veranstalter danken, dass er es geschafft hat, immerhin dieses Thema einer radikal ökologisch-sozialen Wende als Salonthema einzubringen. Ich sage das deswegen, weil es nur teilweise durchaus heftige Debatte bei den Umweltpolitikern quer durch im Bund und Land gegeben hat, die gesagt haben, sollen wir eigentlich hierher kommen? Steht viel zu wenig drin. So, jetzt kommt aber meine Frage. Ach so, und die Reaktion war übrigens auch durchaus problematisch. Die da sagten, nee, brauchen wir nicht, bringt sowieso nichts. Das heißt, jeder ist in seine, jetzt sage ich ein bisschen ironisch, Nische zurückgesprungen unter dem Motto, wir machen da unsere Politik selber alleine. Das Problem, was dahinter steckt, ist, angesichts dieser drastischen Veränderungen sozusagen und der Vielschichtigkeit, müssen wir nicht auch als Partei unsere Arbeitsweise und unsere Arbeitsstrukturen überdenken. Also, sprich, reicht es aus, eine Programmkommission zu haben, ein paar Thesen zu formulieren? Müssen wir nicht Arbeitsstrukturen entwickeln, und zwar quer über die Ebenen, diese Verallgemeinerung von den Ansätzen vor Ort sicherzustellen? Wie bringen wir ein in die verschiedenen Ebenen der Parteiarbeit? Müssen wir nicht neue Arbeitsstrukturen entwickeln, um das Thema aufzugreifen? Ich habe die Befürchtung, dass wir hier eine gute Diskussion haben, alle rausgehen und dann passiert nicht nur der Alltagstrott, sondern dann passiert die klassische Ressortpolitik, wie wir sie von allen anderen Parteien kennen. Dann gehen die Umweltpolitiker zurück, wenn man so will, dann gehen die Ökonomen zurück, dann machen sie alle ihrs. Und dann wird das Thema Umwelt oder besser gesagt die ökologische Frage, was mehr ist als Umweltpolitik, wieder nur als Ressortthema der Umweltpolitiker behandelt. Und tut mir leid, Plan B hin oder her, der Plan B liegt aus. Was passiert mit ihm? Wie wird er jetzt angewendet? Wie kommen wir in Arbeitsweisen voran, das auf der Ebene der Basisorganisation, der Kreisorganisation, der Landesorganisation? Und wenn ich Landesorganisation sage, dann komme ich aus Brandenburg und er kann sich ungefähr ausrechnen, was ich für eine Meinung habe zu diesem tiefen Widerspruch zwischen nicht klarer Haltung zum Braunkohleausstieg dem klaren Ausstieg aus der Braunkohle, den wir alle wollen, und dem Regierungshandeln. Also das ist eine zutiefst praktische Frage. Wie setzen wir das um? Vielleicht ich weiß, dass ich eine Frage in den Raum geworfen habe, auf die man keine kurzfristige Antwort geben kann. Aber es wäre mal ganz interessant, erstens die Frage aufzunehmen. Vielleicht gibt es auch ein paar Anregungen dazu.
Vielen Dank. Wird jetzt die zwei noch dran, ne? Dann haben wir hier vorne eine Meldung und da hinten ist noch eine. Ja, es gefällt mir sehr gut, dass Sie beide bei dem ansetzen, also was da ist, also was es an Veränderungspotenzial gibt. Und ich möchte gerne auf zwei Veränderungspotenziale hinweisen. Das eine ist, Emma Altvater hat gesagt, also niemand möchte verzichten. Niemand möchte verzichten. Man möchte nicht gern verzichten, individuell vor allen Dingen nicht. Ich bin selber völlig überrascht davon, wie stark sich die vegane Bewegung durchgesetzt hat. Und das ist eine ganz hohe Bereitschaft zu Verzicht. Ganz hoch. Also ich bin ganz erstaunt darüber. Also es wird auch vermarktet, ist mir völlig klar. Aber eigentlich, finde ich, müssen wir uns das überlegen. Stimmt das? Stimmt das wirklich, dass individueller Verzicht verpönt ist? Ist nicht heute doch auch ein Bewusstsein da, zum Beispiel eben, dass diese Massentierhaltung und so weiter, dass das nicht geht? Und das zweite Potenzial für mich, also mir ging so durch den Kopf, dass ich im Moment die Flüchtlinge eigentlich als in gewisser Hinsicht als Utopisten betrachte. Vor allen Dingen die Flüchtlinge aus den Staaten in Afrika, wo es nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Die sagen uns ganz klar, es geht nicht mehr. Es sind die Mutigen, die sich auf den Weg machen. Oder? Abgesehen jetzt von den Kriegsflüchtlingen, die durch den Krieg vertrieben werden. Und ich finde, also auch da müssten wir eigentlich verstärken und diese Flüchtlinge auch als ein Potenzial betrachten. Und dort auch in gewisser Hinsicht vielleicht sogar auch ihnen Raum geben, zuhören und auch schauen, was sind das für Entwicklungen, die sie dahin bringen, dass sie diese Flucht auf sich nehmen und uns den Spiegel vorhalten und sagen, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja, vielen Dank. Stimmt, da war noch eine Frage, die würde ich auch noch aufnehmen. Ja, ich möchte an die Fragen meiner beiden Vorredner anknüpfen. Emma hatte ja gesagt, es geht um Glaubwürdigkeit. Für mich stellt sich die Frage, inwieweit es geht jetzt schon ein bisschen über den Rahmen hinaus, inwieweit es in einer pluralistischen Partei möglich ist, glaubwürdige Politik zu machen. Beispiel hat Peter Lingner gerade gesagt, die Umweltpolitik in Brandenburg zum Beispiel. Ist das überhaupt denkbar? Gut, wir hatten Fragen nach Realpolitik, Ressortpolitik und wie ökologische Politik in verschiedene Politiken eingeflochten werden kann. Die Frage nach dem Verzicht, der in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen vielleicht etabliert ist oder en vogue. Und eine internationalistische Perspektive fand ich sehr wichtig, dass die angebracht wurde. Wie gehen wir mit Migrationspolitik um? Wer möchte? Vielleicht du? Vielleicht fange ich an. Ja. Elmar, das ist ein Schlusswort. Ist doch gut, oder? Du hast doch bestimmt gerne das Schlusswort. Nur wenn es dann weitergeht. Ach so, ich dachte, wir sind. Das ist 3:40. Ich glaube, geht jetzt zu, ist doch egal. Gut. Nicht das Schlusswort, als das Autoritäre. Nein, nein. Die letzte, die große. Das Weise muss immer am Schluss gesagt werden. Ich wollte zwei Sachen sagen. Ich finde. Zum einen die Frage mit dem Verzicht. Also ich glaube, dass das gar nicht so stimmt. Also dass Veränderungen von Lebensweise, dass das was bedeutet, dass man dann schlechter lebt. Und ich glaube, dass das ein bisschen eigenartig ist. Ist auch ganz lustig. Wir haben in der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten wir eine in Lateinamerika hatten wir eine Arbeitsgruppe, die hieß Alternativen zur Entwicklung, weil das Problem ist ja nicht nur, dass Lateinamerika auch unter der Linksregierung sozusagen das koloniale Modell fortsetzt, nämlich die Ausbeutung von Bodenschätzen und den Export davon, was dann auch bedeutet, dass da nur verwüstete Landschaften übrig bleiben. Der Staat macht das manchmal vielleicht ein bisschen
fragt da die Nachbarschaften, wie das aussehen soll, macht vielleicht ein bisschen mehr Sozialprogramme, wenn es gut ist, aber natürlich ist es trotzdem das gleiche Modell. Ne? Sondern das Problem ist allgemeiner, dass eigentlich die ganze westliche Moderne das Dispositiv der Entwicklung verfolgt. Ja? Und da gab es also in lateinamerikanischen Debatten eben Beiträge, gar nicht unbedingt von der Linken, sondern von Leuten, die eben auch viel so mit traditionellen Communities geforscht haben, die dann so einen modernitätskritischen Einwand hatten und gesagt hatten, eigentlich ist die Vorstellung, dass es Entwicklungsstadien gibt, die die Menschheit durchlaufen müsste, schon ein Herrschaftsdispositiv, weil das so vorgibt, wie Gesellschaften zu sein haben. Vielleicht wollen die indigenen Völker gar nicht so eine Entwicklung durchmachen, weil sie eigentlich finden, das, was sie haben, ist schon jetzt ganz gut. Das Problem daran ist, dass es leicht kippt in so eine Fortschritts- und Technikfeindlichkeit, die ja gerade auch in Mittelschichten immer ganz populär ist. Gerade die Leute, die fliegen können, sagen dann, man sollte nicht so viel fliegen. Die Indianer leben doch ganz schön. Das ist auch eigentlich ein koloniales Modell. Aber die Kritik ist natürlich trotzdem eigentlich sehr gut. Nämlich zu sagen, wir müssen diese Vorstellung, dass es notwendige Entwicklungsstufen gibt hin zu einer freien und aufgeklärten Moderne, dass man das in Frage stellt und sagt, es kann auch andere Wege geben. Und das Lustige war, da ging es dann eben auch darum, dass wir versucht haben, den Text aus dem Deutschen zu übersetzen. Und da tauchte natürlich auch der Begriff des Verzichts auf. Und wir wussten nicht, wie wir den übersetzen sollen. Weil nämlich, es gibt zwar Verzichten auf Spanisch natürlich auch Renunciar, aber so diesen Begriff des Verzichts auf Dinge, das scheint also ein bisschen verknüpft auch zu sein mit der deutschen oder protestantischen Kultur. Und kann man jetzt nicht davon so ableiten generell, aber ich finde als Gedanke, so als Denkprovokation, das ganz schönes Beispiel, weil es eben wirklich auch die Frage aufwirft, ob wir nicht diese Veränderungssachen eben immer auch als Chancen begreifen. Also ich zum Beispiel erinnere mich an eine Kleinigkeit, die das ganz gut illustriert. Vor ein paar, fünf Jahren, war doch der Vulkanausbruch in Island, es gab keine Flüge, es gab auch keine Eisenbahn, die französischen Genossen haben gestreikt. Ich hatte einen Termin in Madrid. Ich musste trampen, wie vor 25 Jahren. Das war super. Also, es war 2,5 Tage Reise mit so einem wirklich verrückten Typen in so einem 80 Kilometer pro Stunde fahrenden Bus, Mercedes-Bus, der unglaublich gedröhnt hat. Als erstes hat er mir also diese Bauarbeiter Kopfhörer in die Hand gedrückt, weil er meinte, es wird lauter. Dann hat er sich erstmal 800 Kilometer nicht mit mir unterhalten, weil der kam also, war so ein Norddeutscher. Also es war wirklich, es war echt lustig, es war wirklich eine tolle Fahrt und man merkte, er taute auf, ich taute auf, die Landschaft wurde grüner. Es war wirklich so angekommen wie früher und ich habe so gedacht, eigentlich das Reisen früher, was ja immer so war, wir hatten ja früher kein Geld, irgendwie anders in Urlaub zu fahren, das war irgendwie, war ja auch cool. Also ich würde nicht sagen, es war für mich jetzt kein Verzicht, nicht zu fliegen. Ja? Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, wie heute Touristenhorden die ganze Zeit so hier lang gepumpt werden, 48 Stunden saufen in Berlin, wo ich dann denke, was ist denn das für ein Lebensqualitätszugewinn, wenn man so reist? Und ähnlich geht es mir ehrlich gesagt auch mit der Veränderung von Küchen. Also mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob da Schweinefleisch dabei ist oder nicht mehr dabei ist. Also meine Güte, also das sind wirklich nicht die Dinge, wo ich finde, wo man anfangen kann, über Verzicht zu reden. Also Verzicht wäre wirklich, wenn man anfangen müsste zu frieren, im Winter richtig klamme Wohnung hat, weil man weiß, wenn ich heize, hat der andere keine Heizung. Das wäre für mich Verzicht, aber alle anderen Sachen finde ich, also ich finde, da ist das Produktivitätsniveau, auf dem wir angelangt sind als Menschheit, zumindest in Westeuropa und in Nordamerika so hoch, dass wir da auch echt den Diskurs mal ein bisschen verschieben können. Und der andere Punkt, den ich noch sagen wollte, ist das mit der Ressortpolitik. Also ihr habt natürlich Einwände, ganz berechtigt, die kann ich gar nicht beantworten, weil ihr viel tiefer in so Parteialltag oder vielleicht auch Gewerkschaftsalltag drinsteckt als ich und deswegen das viel besser beurteilen könnt. Und natürlich ist das total frustrierend. Aber ich möchte eine Sache sagen, wenn man anguckt, wie sich Syriza verändert hat, war ja eine 4%-Partei, jetzt ist es eine Partei, die in manchen Fragen angeblich 70-80% der Bevölkerung repräsentiert und bei Wahlen bei fast 50 liegt. Das ist ja gar nicht so sehr, dass die sich verändert haben, sondern die sind verändert worden. Ja, da ist nämlich plötzlich eine Bewegung aufgetaucht mit der Platzbesetzung auf dem Syntagma. Die haben gesagt, ey, wir wollen
eine andere Demokratie, wir haben die Schnauze voll von unseren Politikern, wir wollen Würde, alles mögliche, auch Begriffe, die so einem erstmal so als Linken dann auch ein bisschen schwammig vorkamen. Aber viele griechische Kollegen sagen, zumindest soweit ich das gehört habe, dass das es ist, was eigentlich Syriza so verändert hat, nämlich zu sagen, okay, wir müssen uns anhören, was die machen, was die anderen Leute machen, was in diesen Bewegungen an Praxis und Forderungen entsteht. Und ich glaube, dass das auch die einzige Perspektive ist, die wir als Linke kleingeschrieben und großgeschrieben haben, also als gesellschaftliche Linke und als Partei, nämlich zu gucken und zuzuhören, wenn soziale Prozesse entstehen, an denen sich mehr Leute beteiligen. Natürlich nicht alles, also Montagsdemos von irgendwelchen Friedenswinter, ich finde, da muss man nicht zuhören und Pegida muss man auch nicht zuhören, aber zum Beispiel, dass in Madrid am Anfang meine linken Freunde haben auch, als die Platzbesetzung losging 2011, haben meine linken Freunde auch mal gesagt, das ist total unpolitisch, wir wissen gar nicht, was wir da wollen, aber sie sind glücklicherweise dann doch viele hingegangen und es haben festgestellt, es sind in den kollektiven Prozessen haben viele Leute erstaunlich tolle Sachen gemacht und interessanterweise dann auch das hat sich ja dann auch in die Nachbarschaften verlagert. Da kannte man die Leute dann vielleicht noch besser. Da haben die dann erzählt, ich habe eine Nachbarin, die kannte ich bisher nur als super strenge Katholikin. Ich dachte, die wäre wirklich total bekloppt. Und ich stelle fest, die hat ganz hohe Standards an der Verteidigung von sozialen Grundversorgung, auch für illegale Flüchtlinge. Und er meinte, es wäre total bemerkenswert gewesen, mit wem er plötzlich zusammengearbeitet hat. Und mit wem er plötzlich gut diskutieren konnte und auch gelernt hat voneinander. Und ich denke, dass das die Sachen sind, auf die wir setzen müssen. Also wir müssen offen sein dafür, wir müssen es dazu beitragen, es ermöglichen, dass in der Gesellschaft was passieren kann. Wir müssen sozusagen die Kritik streuen und auch den Mut streuen, sich solidarisch zu verhalten, sich zu widersetzen, Herrschaftsverhältnissen zu widersetzen, nicht immer jeden Scheiß mitmachen, sondern öfter mal Nein sagen, aber dann eben auch dabei sein und das begleiten, wenn Leute was in die Hand nehmen. Es gibt gerade in Deutschland eigentlich eine ganz bemerkenswerte Streikkultur, die wieder neu entsteht und da sind wir, gesellschaftliche Linke kleingeschrieben, sage ich jetzt mal, erstaunlich wenig. Also, was weiß ich, am Dienstag, glaube ich, ist Streik in der Charité, Krankenhauspflegestreik, es gibt die Postbankstreik, es ist, ja, also sind ja nicht, das ist ja nicht so, dass sich auch in unserer Gesellschaft nichts regt. Es gibt genug Leute, die auch sagen, sie haben die Schnauze voll und sie tun sich zusammen und beginnen sich zu artikulieren. Und das sind die Momente, wo dann die Beklemmung vielleicht auch mal durchbrochen werden kann und wo die Leute dann auch dran wachsen, zu sehen, sie werden von anderen ernst genommen, sie nehmen sich selber ernst und dann ist es, entstehen eben auch die neuen Dinge, aus denen auch vielleicht dann auch was politisch oder organisatorisch was entstehen kann, was auf Solidarität und auf kollektiver Verbindlichkeit beruht. Denn was du sagst, was das Problem ist, dass man irgendwie Umweltpolitik eigentlich interessiert, ist ja auch ein Ausdruck davon, dass das eigentlich bisher keine lebendige politische Struktur ist, diese Parteien. Ja, ist ja nicht nur ein Problem der Linken, sondern eigentlich aller Parteien. Ne? Und sowas kann eigentlich nur entstehen in sozialen Auseinandersetzungen, glaube ich. Danke. Ja, ich als Norddeutsche taue jetzt auch langsam auf und würde noch kurz einen Kommentar zum Verzicht machen, weil damit beschäftige ich mich manchmal und das ist anknüpfend an dich, würde ich sagen, also Verzicht ist im europäischen Kulturraum also ein langer Bestandteil der Geschichte. Es gab es immer wieder, dass Leute gesagt haben, ich möchte das nicht oder sozusagen Veganismus ist ein uraltes Phänomen und Vegetarismus gab es bereits im Judentum und so weiter und das sind bestimmte kulturelle Bewegungen, die immer wieder auftauchen, die aber auch etwas mit der Position in einer Gesellschaft zu tun haben. Häufig sind es sozusagen Leute, die ohnehin Philosophen, Königssöhne, also gesellschaftlich, das ist mein grundsätzliches Problem, genau, die ohnehin eine wohlhabende Position haben in der Gesellschaft und die aus dieser Position heraus dann auch mal sagen können, mir reicht's, ich verzichte darauf, ich will mal was anderes erleben und Trampen hat auch eine Qualität, wohingegen ich sagen würde, die Leute in dem VW-Werk in Süddeutschland sind froh, dass sie überhaupt diese geordnete Arbeitsposition mal erreicht haben und ein relativ stressfreies Leben können und so. Und also genau, da würde ich darauf hinweisen, dass es sozusagen auch mit Klassenpositionen, sozialem Aufstieg, Abstieg zu tun hat. Und würde dann an Elmar fürs Schlusswort übergeben. Ich könnte auch darauf verzichten. Ne? Relativ wohlhabende Position. Oder, na,
Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze. Also, vielleicht sind die ja nützlich, wird man hinterher sehen können. Also zuerst einmal würde ich sagen, es geht nicht um Verzicht oder Nichtverzicht. Es ist auch keine ideologische oder kulturelle Frage, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, vor der wir stehen, dass wir unseren Stoff- und Energieverbrauch regulieren müssen. Und diese Regulierung schließt ein, dass wir weniger von den fossilen Energieträgern verbrauchen. Denn wenn wir also das Klimaziel einhalten wollen, ist das unabänderlich, sozusagen eher gesetzmäßig, dass wir dann weniger fossile Energieträger verfeuern dürfen. Und das bedeutet, dass wir das Leben irgendwie ändern müssen, darauf anpassen müssen. Also das ist kein Verzicht. Unter Umständen lebten wir wirklich viel, viel besser und haben einen Gewinn an Lebensqualität, nicht? Aber die Zielsetzung ist weniger Stoff- und Energieverbrauch, vor allen Dingen von fossilen Energieträgern. Und das kann man mit anderen Rohstoffen in ähnlicher Weise zeigen. Und nicht nur bei Rohstoffen sondern auch Energie, sondern auch bei Tieren, nicht bei der lebendigen Natur, im Verbrauch von Tieren. Nicht, das führt uns zum Veganismus natürlich. Und das kann auch ein Gewinn sein. Nicht? Warum soll das immer Verzicht sein? Also da hat Raoul, ich muss wieder sagen, ich bin wieder total einverstanden mit ihm, auch wenn wir uns jetzt nicht für das Publikum erfreulich streiten. Aber weil du recht hast, hast du halt immer recht. Und da werde ich nicht sagen, du hast Unrecht, nur weil das also der Dramatik einer Diskussion vielleicht zuträglich wäre. Ja, wir sind hier nicht in einem Schauspiel. Das ist das Erste, was ich sagen wollte, diese Verzichtsproblematik. Das Zweite, was dazugehört, dass die Änderung dieser Lebensweise, um weniger Stoff und Energie zu verbrauchen, eben auch Eingriffe in Zusammenhänge nötig hat, die wir nur und ausschließlich kollektiv organisieren können, politisch organisieren können. Da hilft kein individuelles Agieren. Das ist zum Beispiel die Regulation der Finanzmärkte. Wer hat als Individuum Zugang überhaupt zu den Finanzmärkten hier? Da könnte ich lange von Verzicht reden. Da werden alle sagen, ich verzichte sowieso, weil ich sowieso nicht damit zu tun habe. Nicht? Also das machen doch die Banken oder die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank oder die Troika und so. Und an diese Institutionen müssen wir ran, um dann dieses Ziel, das unter dem Wort Verzicht immer angesprochen wird, nämlich weniger Energie und Natur zu verbrauchen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Das müssen wir aber kollektiv machen. Das können wir nur politisch erreichen. Dazu brauchen wir auch in einer bürgerlichen Demokratie, in der wir nun mal leben, dazu brauchen wir auch Parteien. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen eine Partei, die sich solche Ziele auch setzt und bereit ist und in der Lage ist, diese auch durchzusetzen. Und da kann man jetzt Reklame machen, nicht? Also die einzige Partei in Deutschland, die das wirklich macht, ist die Linke. Schlicht und ergreifend, so einfach ist das. Und noch etwas anderes muss ich noch hinzufügen. Die Ressortgeschichte. Das ist natürlich ein großes Problem, das man aber wahrscheinlich auch nur lösen kann, wenn man auch das Politikmachen nicht jetzt nach der traditionellen politischen Rationalität von Mehrheiten und Minderheiten, Opposition und Regierung und so weiter behandelt, sondern wenn man es auch holistisch, so unter Totalitätsgesichtspunkten betrachtet, dann gibt es kein Ressort, das nicht in Wechselwirkung steht mit allen anderen Ressorts. Und welches Ressort, in Anführungszeichen, dann das Wichtigere ist, das kann man von vornherein gar nicht entscheiden. Das wird sich irgendwie im Nachhinein vielleicht herausstellen. Und dann wird auch Politik etwas anders aussehen. Dann gibt es mit Sicherheit nicht mehr den Konflikt oder den Kampf zwischen den politischen Granden, die das Innenministerium haben wollen, weil das Innenministerium viel Reputation und viel Macht verspricht, oder das Außenministerium oder das Finanzministerium. Und solche Popelministerien wie Familie oder so weiter, das überlässt man dann den Frauen. Also wir müssen von dieser Ressortvorstellung weg, indem wir also auch in der Politik verstehen, dass politische Prozesse auch holistisch sind. Da hängt alles mit allem zusammen. Und da kann man nicht diese Aufgliederung machen, die also nach der Rationalität der Effizienz eben nahe liegt, aber
so diesem politischen Prozess, wenn man den Alternativen erreichen will, nicht entsprechen würde. Wenn wir Alternativen nicht nur im Programm stehen haben, sondern auch in unserer politischen Praxis wirksam machen wollen, dann müssen wir diese Ressortaufteilung eben auch aufgeben und dazu bereit sein, dies zu machen. Und davon hängt unheimlich viel bis hin zu den persönlichen Verhaltensweisen ab, die sich dann natürlich auch ändern werden. Das ist also zu der Ressortaufteilung. Und dann ein letztes noch vielleicht, da habe ich etwas geschluckt, die Flüchtlinge sind Utopisten, wie gesagt. Also erstens habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden, kann sein. Nicht, also wenn man darüber nachdenkt, ist das, was sie als Flüchtlinge suchen, ja nicht das goldene Land. Nicht, das sucht man als Migrant vielleicht oder als Weltreisender. Da macht man die Reise nach Jerusalem, nicht aus Gründen, weil man eben auch aus religiösen Gründen, weil man die Geburtsstätte von Jesus gesehen haben will, oder die Moslems gehen nach Mekka. Aber diese Migration ist ja eine Zwangsveranstaltung und ist eher eine schwarze Utopie, wenn man den Begriff der Utopie überhaupt da verwenden kann. Und auch hier zeigt sich dann wieder, dass Individuen zwar ihre Träume haben können, das werden sicherlich sehr, sehr viele Flüchtlinge auch haben, denn sonst werden sie gar nicht überleben können, dass aber die Realisierung dieser Träume und von mir aus auch Utopien dann eben auch nur durch eine Änderung der Gesamtlage, der Politik der einzelnen Nationalstaaten, auch in Deutschland selbstverständlich, und dann natürlich auch der Weltpolitik abhängig ist. Und dafür müssen wir uns dann auch wieder einsetzen. Und wahrscheinlich nicht nur individuell, das geht auch und ist auch sicherlich sinnvoll hier und da, dass man auch individuell Hilfe leistet, wo es geht und wo es notwendig ist. Aber das muss man auch kollektive Regeln und kollektive Maßnahmen treffen, wie wir in Europa ja ganz deutlich sehen können. Das ist etwas traurig. Eigentlich sollten wir nicht so traurig enden, wenn wir über die Vermessung der Utopie diskutieren. Aber vielleicht muss man realistisch sein. Die Gegenwart ist einfach so. Und wir haben die große Aufgabe und die große Chance, sie in der Zukunft eben zu verbessern. Und das müssen wir ernst nehmen, kollektiv. Ja. Ja, vielen Dank. Großartiges Schlusswort. Ich danke euch für das Gespräch und euch für die inspirierenden Fragen und Beiträge. Vielen Dank.